Hallo Welt. Hallo. Da geht der Vorhang auf. Genau. Willkommen. Hallo zusammen. Hallo Und beim hallo Forschungsstrom. Ricarda. Genau. Hallo, freut mich. Und willkommen Heute im mal zu Chat. viert. Ist denn schon wer da im Chat? Ja, ist schon was los hier. Miki, Hiko, OVNN, Bibliothekarisch, Mr. Brosser, hätte schon meine Güte. Oh, OVNN hat uns geradet. Ja, vielen Dank. Willkommen an alle Mitkommenden. Cool. Super. Wahnsinn. Ja, wir machen heute nochmal eine Vorstellungsrunde, haben wir gedacht. Weil wir sind ja nicht zu dritt, wir sind ja zu viert. Oder? Also ich fange an, Ja. okay? Gut, also ich bin Ja, Claudia. ja, 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 ja. Gut, ich bin Claudia, ich bin Meteorologin und Bibliothekarin. Beides auf einmal. Ich arbeite im Forschungszentrum in Jülich in der Bibliothek und mache alles, was mit wissenschaftlichem Publizieren, Veröffentlichen, Kommunizieren zu tun hat. So, dann Henning. Ja, moin. Ich bin Henning Krause. Ich lebe in Berlin und arbeite bei der Helmholtz-Gemeinschaft und kümmere mich da um Wissenschaftskommunikation. Und genau, mache hier den Forschungsstrom zusammen mit Claudia und mit Lambert, die das eigentliche Team darstellen. Und dann gebe ich mal weiter an Lambert. Oh, was heißt denn eigentliches Team? Oh nein. Weil wir heute mit Gästin sind und wenn ich Stimmt. jetzt gedacht habe, wenn jetzt jemand Oh. reinguckt, dann weiß er gar Stimmt. nicht, wer ist jetzt die Gästin und zu der kommen wir dann gleich, ne? Aber Ja. erstmal an Lambert weiter. Das ist wahr, ja, genau. Ja, hallo, ich bin Lambert, Lambo bei Twitter. Und ich lebe und sende hier gerade von Hannover aus. Und ansonsten tagsüber arbeite ich bei der TIP. Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften hier in Hannover und beschäftige mich mit Open Science und der digitalen Öffnung der Forschungsinfrastruktur und solchen Sachen. Und bin durch Claudia in dieses Projekt hier hineingezogen worden. Wir sind die regelmäßigen Hosts von Forschungsstrom. Genau, und was Claudia eben noch gar nicht gesagt hat, sie ist außerdem die Technik-Nerdette, die hier den ganzen Laden am Laufen hält. Und Lambert und ich, wir hängen hier immer nur so ab. Und Claudia schmeißt den Laden. Chronisch schlecht vorbereitet. Wir hoffen, unsere Gästin ist gut vorbereitet. Ja, hallo Ricarda, Ich schön, dass hoffe du da auch. bist. So, wer bist du denn? Hallo. Hallo. Ich lege einfach auch mal los. Ich bin Ricarda. Ich arbeite bei Wissenschaft im Dialog und sitze hier auch in Berlin sozusagen mit Henning zusammen. Und ich beschäftige mich dort auch mit Wissenschaftskommunikation und allen Fragen drumherum, und besonders eben mit Fragen von Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung, und in einem anderen Projekt auch mit Fragen der Wirkung und der Evaluation von Wissenschaftskommunikation vor allen Dingen. Und ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und Ja, klasse. bevor wir irgendwie in ein Thema einsteigen, müssen wir da natürlich noch Fragen stellen. Die wichtigste Frage überhaupt. Was ist dein Lieblingsgame? Wir sind auf Twitch. Es darf auch ein Brettspiel sein. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sozusagen völlig unbeliebt mache, aber ich bin mehr so der Nintendo Switch-Spieler. Nein, überhaupt nicht. Ja, auch geswitcht wird hier. Genau, also ich bin eher so der Mario Kart-Spieler oder so dann. Sehr cool. Ja, und auch so, was war noch das Spiel des Lockdown? Animal Crossing? Nee, das tatsächlich nicht. Ich habe eher, bin eher so die Jump and Run, habe ich so ein paar neue ausprobiert auf der Switch. Okay, ja, sehr gut. Eidimensional. Teilweise, ja. Aber auch sozusagen mit so zwei Playern, dass man zusammen Jump and Run spielen kann. Das fände ich Lockdown-mäßig ganz cool. Und spielst du dann selber oder guckst du auch diese Let's Plays oder guckst du auf Twitch auch den Leuten beim Spielen zu? Wie machst du das dann? Nee, ich bin eher ein Twitch-Neuling heute sozusagen. Ja, willkommen. Ja. Twitch, seid nett. Ich hoffe, ich schaffe das. Okay. Ja, wir hatten ja
in der Corona-Phase auch über Corona gesprochen und die Forschung daran, aber halt auch darüber, wie die Wissenschaft in der Gesellschaft wahrgenommen wird und was die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft ist. Und da kamen wir auch irgendwann mal darauf, dass es halt da ja so Umfragen gibt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dich mal einzuladen, weil du dich ja als Projektleiterin, glaube ich, bei Wissenschaft und Dialog um dieses Thema Wissenschaftsbarometer kümmerst, ne? Aber wenn die Leute vielleicht dir zuhören oder zugucken, zum Beispiel von dieser Organisation Wissenschaft im Dialog noch nie gehört haben, könntest du dazu mal was sagen? Was ist das? Was macht ihr da? Genau, ich kann ein paar Sätze dazu sagen, ohne dass der Corporate-Anteil sozusagen so groß wird. Wissenschaft im Dialog, das ist kurz WID, ist eine gemeinsame Initiative der deutschen Forschungswissenschaftsorganisation eben für Wissenschaftskommunikation. Wir sind jetzt ungefähr 20 Jahre alt und kümmern uns sozusagen von Seiten der Wissenschaft um alle Fragen, wenn es darum geht, eben Forschung, Forschungserkenntnisse, wissenschaftliches Arbeiten, Methoden, Prozesse in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und wir machen viele Projekte, wo es eben genau konkret darum geht, dann mit Bürgerinnen und Bürgern, Schülern etc. In den Austausch, in die Diskussion über Forschung zu gehen. Aber wir beschäftigen uns auch immer mehr mit Fragen, in denen es um sozusagen Qualität, was ist eigentlich gute Wissenschaftskommunikation, was wissen wir eigentlich darüber, wie Wissenschaftskommunikation wirkt. Das sind sozusagen die Fragen, mit denen wir uns hier bei WID beschäftigen. Spannend. Kannst du auch noch einen Ton dazu sagen, wie du selbst da reingekommen bist? Was hat dich interessiert? Und weil das ist ja ein faszinierender Job. Ich würde sagen, klassisch reingerutscht, sozusagen. Tatsächlich gar nicht so sehr, weil das ja auch nichts ist, was man sozusagen unbedingt als Berufsfeld kennt, sage ich jetzt mal. Und bei mir war das eben so, dass ich eher dachte, ich möchte gerne Presseöffentlichkeitsarbeit machen, aber gar nicht so sehr den Fokus auf jetzt Wissenschaftskommunikation oder eben Pressearbeit für Forschung hatte und dann da sozusagen reingerutscht bin und dann aber gemerkt habe, Pressearbeit, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit ist nichts für mich, aber ich finde Wissenschaftskommunikation als Thema spannend und hatte dann die Gelegenheit, eben hier bei WID mich genau mit den Fragen beschäftigen zu können, eben im Wissenschaftsbarometer und mit anderen Projekten, wo es um sozusagen Fragen auch von strategischer Wissenschaftskommunikation, was ist eigentlich Qualität der Wissenschaftskommunikation betrifft, also sozusagen so über einen kleinen Umweg dann hier gelandet. Cool, danke. Ja ich glaube, geradlinig ist langweilig. Wir hatten mal auch bei uns so ein, wo wir erzählt haben, wie sich unsere Wege gefunden haben. Das ist immer toll, wie unterschiedlich man doch da lang geht, wo man am Ende landet. Je verschlungener, je lieber, ja. Ich glaube, das ist ja auch sozusagen bei uns hier oder generell in der Branche so, dass sozusagen wenn verschiedene Perspektiven und verschiedenes Hintergrundwissen zusammenkommt, dass das ja dann auch sozusagen sich gegenseitig ganz gut ergänzt und man mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die gleichen Dinge guckt irgendwie. Ja, sehr, sehr cool. Und aber jetzt hast du gesagt, WID ist schon 20 Jahre alt. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man so jetzt in Diskussionen gerade um Corona oder so mit Leuten spricht, die so nicht so viel Kontakt zur Wissenschaft haben, dass die den Eindruck haben, irgendwie die Wissenschaftskommunikation sei im Prinzip von Herrn Drosten vor 4 Monaten erfunden worden. Ist halt dann so, wenn Leute dann vorher nicht so viel Kontakt zur Wissenschaft hatten und jetzt aber schon. Wenn du jetzt auch auf deine Jahre bei WID so guckst, wie siehst du so die Entwicklung um die Wissenschaftskommunikation und die Wahrnehmung in der Bevölkerung? Also ich glaube, wir sprechen ja auch ganz viel sozusagen, wie sich die Branche verändert hat und da sind dann, glaube ich, sage ich mal, Phänomene, dass man sagt, es gibt viel mehr unterschiedliche Leute, die das machen, die auch sozusagen unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Verständnis von ihrer Aufgabe haben, sowohl auf der, sage ich mal, Leute, die professionell Kommunikation machen oder hauptberuflich Kommunikation machen, als auch auf Seite sozusagen derjenigen, die noch hauptberuflich in der Forschung sind und da ganz unterschiedliche Kanäle bedienen, sodass wir da, glaube ich, sehen, dass sich Dinge unglaublich diversifiziert hatten, auch wenn das natürlich sozusagen medial dann vielleicht nicht so wahrgenommen wird wie die Wissenschaftskommunikation in den letzten Monaten.
Und wenn man in die Bevölkerungseinstellungen guckt, dann sieht man da, glaube ich, sozusagen gar nicht so viel Veränderung manchmal, wie man vielleicht erwarten würde, auch in den letzten 20 Jahren. Aber wir haben natürlich sozusagen jetzt in den letzten 4 Monaten da Veränderungen gesehen oder auch ein bisschen mehr schon inzwischen. Und ich glaube, das ist ja auch darüber, worüber wir heute sprechen wollen dann. Auf jeden Fall. Aber was ich noch vorab fragen wollte, wo du sagtest, dass Leute, die hauptberuflich oder hauptamtlich quasi so Wissenschaftskommunikation machen und die noch eher in der Forschung sind. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Weg direkter wird. Also dass viel häufiger WissenschaftlerInnen direkt kommunizieren und sich öffentlich äußern, ob es jetzt auf kleinen Kanälen oder Twitter oder sonstigen kleinen Diensten ist. Weiß ich nicht, kann man das auch in Zahlen erfassen? Ob es sozusagen mehr kommunizierende Forschende gibt. Ja, genau. Das ist der Gedanke. Das war die richtige Frage. Das wollte ich fragen. Also ich glaube sozusagen, wir wissen noch tatsächlich wenig darüber, wie verbreitet sozusagen Kommunikation mit einer Öffentlichkeit oder mit irgendwelchen Teilöffentlichkeiten in der Forschung wirklich ist. Also ich glaube, wir alle, die uns mit den Fragen beschäftigen, kennen wahrscheinlich irgendwie Leute, die das sehr intensiv machen, aber wie groß sozusagen der Anteil derjenigen ist, die das gar nicht tut, darüber wissen wir, glaube ich, noch relativ wenig, würde ich denken. Fand ich ja spannend, Claudia, dass du die Frage so formulierst, so wer noch in der Wissenschaft ist oder wer schon in der Wissenschaftskommunikation ist. Das klingt ja so nach einem Automatismus, dass es Menschen immer in die WissCom ziehen muss, die ja. aus der Forschung heraus. Ich frage mich, geht es auch andersrum? Ich meine, wir haben, glaube ich, bei uns im Bibliothekswesen so ein Phänomen, oder ich weiß nicht, es ist zumindest eine Sichtweise, ob es auch wirklich ein Phänomen ist, keine Ahnung, dass Leute sagen, naja, man macht die traditionelle Wissenschaftskarriere, ne? Und einige wandern dann sozusagen ab in den weniger naheliegenden Bereich Bibliothek. Und ich glaube, so könnte es bei Wissenschaftskommunikation auch sein. Und wenn ich mir so die Berufswege von Kolleginnen und Kollegen, also in diesem Bibliotheks-Forschungsinfrastrukturumfeld anhöre, habe ich manchmal das Gefühl, naja, das sind Leute, die auch von bestimmten Sachen genervt sind, die auch wirklich stressig oder vielleicht negativ sind beim Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb, wo die Bibliothek dann sozusagen der glückliche Dritte ist und davon profitiert, dass diese Leute aussteigen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist mir, ja. Das habe ich schon mehr als einmal gehört, als ich mir den Berufsweg von Leuten angehört habe. Ich weiß nicht, ob es bei Wissenschaftskommunikation noch sowas gibt vielleicht. Ich glaube, die Motive sind, würde ich denken, auch oft so, dass man sagt, dass einen vielleicht Dinge in der Forschung, im Wissenschaftssystem stören und dass dann auch sozusagen die Kommunikation vielleicht ein Teil ist, wo man sich dann ein neues Zuhause findet, sage ich mal, ein Stück weit. Ob es unbedingt immer besser ist, weiß ich nicht, sozusagen. Ob das dann die glücklichere Wahl ist an der Stelle, I don't know. Ja, hier im Chat wird schon gewitzelt. Miki Hiko schreibt, ich habe schon sehr, sehr bösen Spruch bei uns in der Schweiz gehört, wer es in der Forschung oder Lehre nicht schafft, landet in der Bibliothek, insbesondere bei Geisteswissenschaftlern. Und Burris was right, fühlt sich ertappt. Fühlen wir uns vielleicht nach. Also ich glaube, das darf man, glaube ich, nicht so sehen. Da bin ich anderer Meinung. Ich hatte immer das Gefühl in der Forschung, mir fehlt halt die Kommunikation. Man macht doch viel so für sich alleine und intern und fuschelt so vor sich hin. Und also mir hat eher die Kommunikation gefehlt. Ne? Also man hat ja dann doch eine Leidenschaft. Ja, zumindest hängt es irgendwie auch zusammen mit der Frage, wie modular Wissenschaftskarrieren sein können, oder? Es gibt doch auch die Diskussion, dass gesagt wird, hey, Leute, es sollte auch sozusagen mit einer genauso hohen Anerkennung einhergehen, sowohl monetär als auch mehr auf so einer symbolischen Ebene, wenn man sich dafür entscheidet, jetzt nicht die par excellence High-End-Forschung zu machen, die hohe Kennzahlen produziert mit hohen Zitationsraten, sondern die vielleicht auf sowas wie bestimmte kommunikative Aspekte einen Schwerpunkt legt oder so. Und das drückt dann wiederum was über das Wissenschaftssystem aus. Aber ja. Mm-hmm.
Ich glaube, das wird auch sozusagen mit eine entscheidende Frage sein, wenn wir jetzt auch sozusagen im politischen Raum viel über die Frage diskutieren, ob Wissenschaftskommunikation Teil, Kriterium, Aspekt sozusagen auch von Forschungsförderung werden soll. Da gibt es ja im Augenblick heiße Diskussionen drüber. Und ich glaube, das dann auszugestalten sozusagen, wie ein solches Kriterium oder eine solche Art der Förderung sein kann und genau das aufzunehmen, wie kann man das befördern und auch mit Ressourcen hinterlegen in Forschungsprojekten, dass Kommunikation gemacht wird und wie ist das in Ausgleich zu bringen sozusagen mit der Exzellenz der Forschung. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die sicherlich irgendwie nicht so einfach zu lösen ist, irgendwie so ein bisschen, aber die sicherlich brauchen wird, um irgendwie Wissenschaftskommunikation dann auch mehr als nicht ein Anhängsel sozusagen von Forschung zu denken, sondern es ja eigentlich, was gute Wissenschaftskommunikation auch bedeutet, eben als Teil der Forschung von Anfang an mitzudenken und eben zu gucken, welcher Aspekt eines Projekts ist kommunikationsrelevant, um welche Zielgruppen geht es da, und wenn man das von Anfang an mitdenkt, muss es Teil des Projekts sozusagen sein und nicht eben hinterher gedacht irgendwie ein Stück weit. Ja gut, wollen wir uns dann mal darüber unterhalten, was WISCOM bewirkt, Wissenschaftskommunikation. Ist sie gut, ist sie schlecht? Ja, und das weiß man halt nicht und deswegen muss man das erforschen. Und Ricarda, du bist jetzt Forscherin der Wissenschaftskommunikation. Kann man das so sagen? Du erforschst, wie Wissenschaftskommunikation wirkt, kann man das so sagen? Ich würde mich, glaube ich, tatsächlich nicht als Forscherin an der Stelle bezeichnen. Ich glaube, es ist so ein schmaler Grat irgendwie an der Stelle, weil manche Dinge, die wir im Wissenschaftsbarometer tun, sozusagen wahrscheinlich forschungsnäher sind als andere Projekte von uns. Es ist aber jetzt nicht in erster Linie ein Forschungsprojekt, sondern wir erheben diese Daten und kommunizieren diese Daten und arbeiten auch mit dem wissenschaftlichen Beirat an der Art und Weise, wie wir die Daten erheben. Aber es ist jetzt sozusagen nicht primär als Forschungsprojekt tatsächlich gedacht, sondern es geht auch ein Stück weit darum, diese Daten zu erheben und sie vor allem auch zu kommunizieren, um damit eben dann auch einen Beitrag zu leisten, wie eigentlich über Wissenschaft und das Verhältnis sozusagen von Forschung und Öffentlichkeit diskutiert wird ein Stück weit. Ah, okay. Wie lange gibt es das denn schon, das Wissenschaftsbarometer? Genau, das Wissenschaftsbarometer gibt es sozusagen seit 2014. Da sind wir zum ersten Mal ins Feld gegangen, wie wir so sagen. Und normalerweise machen wir das jährlich, als eine jährliche Befragung. Aber dieses Jahr haben wir sozusagen aus gegebenem Anlass eben zwei Spezialbefragungen gemacht und planen im Herbst jetzt sozusagen unser normales Wissenschaftsbarometer, insofern man das gerade sozusagen als normale Erhebung dann betiteln kann. Aber wir haben sozusagen im Frühjahr dieses Jahr zum ersten Mal eben aufgrund der Corona-Pandemie eben zwei Extra-Erhebungen durchgeführt. Ah, okay, das heißt, das ist tatsächlich sonst eigentlich nur einmal im Jahr. Ich dachte, das wäre tatsächlich in der Regel zwei- oder dreimal im Jahr. Okay. Nee, normalerweise gehen wir so im August, September mit einer Befragung ins Feld und waren aber jetzt eben im April und Mai auch mit einem kurzen Fragebogen, weil es einfach eine Gelegenheit war und auch sozusagen wir das als unsere Aufgabe gesehen haben, da eben zu monitoren, was das jetzt gerade mit den Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung in Deutschland macht, sage ich jetzt mal. Genau. Ich stelle mir das herausfordernd und interessant vor, die Vielfalt der Wissenschaft einzufangen, also diesen repräsentativen Schnitt hinzubekommen, weil du ja sowohl eine disziplinäre Vielfalt hast, wo die sozusagen das, was kommuniziert wird, was ankommen kann oder nicht ankommen kann, unterschiedlich ist, und weil du eine Bevölkerung hast, die von sich aus sowieso unterschiedlich ist, und das ist also vieldimensional kompliziert, oder? Erzähl erst mal, ja, ich will dem gar nicht vorgreifen, ja. Nee, genau. Ich glaube sozusagen ein Aspekt, den du gerade schon angesprochen hast, ist sozusagen, was wir auch erheben, ist die Frage von, was ist eigentlich Wissenschaft und Forschung und was ist es auch sozusagen aus Sicht derjenigen, die wir befragen. Und wir verfolgen dann nicht so sehr den Ansatz, dass wir den Befragten sagen, das ist Wissenschaft und Forschung und so ist es richtig sozusagen, weil wir dann ja keine Einstellungen erheben würden, die Leute sowieso schon haben, sondern dann würden wir irgendwie eine Reaktion auflösen aus das, was wir denen sagen, sondern wir versuchen eher zu erfahren,
erfassen, was haben die Leute eigentlich im Kopf, wenn sie unsere Fragen über Wissenschaft und Forschung beantworten. Und da ist es, glaube ich, sozusagen für alle, auch wie mich sozusagen Sozialgeisteswissenschaftler, immer sozusagen sehr bitter zu erfahren, dass das nämlich sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung, im öffentlichen Bild von Wissenschaft und Forschung überhaupt gar keine Rolle spielt oder eine ganz, ganz geringe Rolle spielt. Und es sind vor allem sozusagen Medizin, Gesundheitsthemen und dann noch so ein bisschen Technik, Technologiefragen. Das sind die Themen oder die Forschungsgebiete, die die Leute im Kopf haben, wenn wir sozusagen in den Telefoninterviews mit ihnen über Wissenschaft und Forschung sprechen. Ah, da hast du schon eine Frage beantwortet, die ich gerade stellen wollte. Wie befragt ihr denn wen? Genau, wir sozusagen, also wir befragen gar nicht selber, sondern wir haben sozusagen einen Dienstleister, der das tut. Das ist ein Marktforschungsinstitut, das ist bei uns sozusagen, wir heißen jetzt Kanter, früher Kanter Emnet, sozusagen, das ist Teil dieses Konzerns. Und die befragen für uns in 1000 Telefoninterviews, das ist ein Ansatz, sozusagen, das nennt sich Dual Frame, das sind 80% Festnetzinterviews, 20% Mobilfunkinterviews. Und wir sozusagen sind Teil einer Mehrthemenumfrage. Das heißt, die Leute werden nicht angerufen und gefragt, möchtet ihr mit uns über Wissenschaft und Forschung sprechen, weil wir dann, glaube ich, schon einen gewissen Teil verlieren würden, die genau dann wieder auflegen würden, sondern wir sozusagen verstecken uns zwischen Fragen zu anderen Themen. Maggi-Tütensuppen. Und dann kommt die Frage zu Wissenschaft. So ungefähr. Genau, und dann wird dann eben 1000 Interviews geführt und das wird eben sozusagen repräsentativ. Das bedeutet sozusagen, es gibt ein zufälliges Sampling und es wird dann eben auch noch gewichtet, um eben sozusagen sicherzustellen, dass die Aussagen eben auf die Grundgesamtheit, das ist bei uns sozusagen die Bevölkerung über 14 Jahren verallgemeinert werden kann. Warst du da mal dabei, als die mal so ein Telefoninterview geführt haben? Genau, das macht man öfter, wenn man sozusagen neue Fragen entwickelt oder nicht Fragen benutzt, die man selber schon oft getestet hat oder die andere Survey-Kollegen getestet haben, dann macht man so Pre-Tests, das sind in der Regel so, geht man mit einem Fragebogen, der fast final ist, aber noch ein bisschen, bevor es dann sozusagen final ins Feld geht, schon mal in so ein paar Interviews rein, das sind meistens so 25, die man dann mithören kann. Und das ist total spannend. Also das war, glaube ich, auch was, wo ich super viel darüber gelernt habe, wie man so einen Fragebogen neben den ganzen theoretischen, sozialwissenschaftlichen Standards sozusagen machen kann, wie da tatsächlich Leute reagieren, ob die relativ schnell verstehen, mit welchen Skalen wir Dinge fragen, ob die sozusagen, wie gut auch Items sozusagen, wie komplex sie sein dürfen, weil man immer denkt, wenn man sowas liest, ah ja, das kann man noch gut beantworten, das kann man gut verstehen, aber wenn man das nur am Telefon vorgelesen bekommt, das nochmal so eine ganz andere Hürde ist an der Stelle und es gab auch irgendwie immer lustige Geschichten, wenn man dann gerade so bei offenen Fragen mal nachfragt, was die Leute sozusagen so unter Wissenschaft bestehen oder was sie in letzter Zeit gehört haben, gibt es auch Antworten, die man dann sehr kurios findet tatsächlich. Ja, erzähl doch mal. Das und wo man den Impuls unterdrücken muss, sofort loszudiskutieren. Ey, was, das hältst du nicht für Was ist denn das für ein Wissenschaftsunterschied? Also mein persönliches Highlight, das hat gar nicht so viel mit Wissenschaft tatsächlich zu tun, aber wir hatten mal so eine Frage, das war glaube ich vor so 2-3 Jahren, wo wir gefragt haben, ob sie sich an irgendwas erinnern, was sie irgendwie in letzter Zeit in den Medien über Wissenschaft und Forschung gehört, gelesen haben. Und es war irgendwie kurz nachdem es so einen archäologischen Fund auf der Schwäbischen Alb gab, aber derjenige hat fest behauptet, dass das in den Schwedischen Alpen passiert ist sozusagen. Das war mein persönliches Highlight, auch wenn es eher eine kleine geografische Verwirrung war an der Stelle dann. Cool. Okay, cool. Aber wenigstens wusste er noch, worum es ging. Ja. Die Person, ja. Leicht woanders Worte dabei. Cool. Und warst du dann auch dabei, als dann irgendwie, weiß nicht, die Leute werden angerufen, sind gerade beim Bügeln oder beim, weiß ich nicht, beim Essen ist auch schön. Ja. Und dann hörst du, wie das klingelt und dann sagt da einer mit vollem Mund, Müller. Ja. Und dann muss man ja den erstmal überzeugen, da einem irgendwie 5 Minuten oder 10 oder wie auch lange auch immer diese Telefonate dauern zu schenken. Da warst du dann auch mit dabei und dann wird auch mal wütend aufgelegt und so. Genau, sozusagen, es ist so ein bisschen, wenn man als, ich sage jetzt mal, Auftragnehmer, was wir in dem Fall sind, sich da sozusagen reinklinken kann, gibt es da auch noch eine größere Hürde, weil es auch noch sozusagen diese Datenschutzgeschichte dann hat, dass man eben, dass diejenigen auch noch zustimmen müssen, dass theoretisch jemand zuhören dürfte. Das kommt dann auch noch dazu, aber genau sozusagen, da sitzt man da drin und je nachdem, wie dann die Datenschutzregelung ist, hört man beide Seiten, den Interviewer und denjenigen, der interviewt wird, oder man hört nur die Antworten.
Aber genau das hört man dann, was die Leute einem erzählen, wenn sie dann kauen. Schön ist auch immer wieder, wenn sie sozusagen, wenn man so eine durchgehende Skala hat, aber man das Gefühl hat, bei der 15. Frage, sie haben immer noch nicht verstanden, dass die Skala 5 Punkte hat oder sozusagen eine 5. Und dass sie immer noch sagen, ja, das doch auch. Und dann der Interviewer. Also ich habe da auch immer Respekt davor, mit welcher Geduld sozusagen, die dann jedes Mal neu auf einer Skala von so oder Stimme voll und ganz zu. Das ist auch irgendwie dann spannend zu hören. Und können die dann da einen Amazon-Gutschein gewinnen oder machen die das, weil denen langweilig ist oder weil die da Bock drauf haben? Oder, genau, also das ist sozusagen, die haben da sozusagen keine Vergütung oder irgendwie das, was sie bekommen, sondern es ist tatsächlich sozusagen eine freiwillige Teilnahme zu eben Marktforschung, Forschungszwecken. Wie lange dauert so ein Telefonat, weißt du das? Also unser Anteil sozusagen in dieser Mehrthemenumfrage waren zuletzt bis zu 15 Minuten, also 14, 15 Minuten ist der wow. Wissenschaftsbarometer-Teil und es gibt dann aber tatsächlich nur 1, 2, 3 Fragen vorher und 1, 2, 3 Fragen danach, weil dieser Anteil von uns schon so groß ist, dass sie da jetzt nicht nochmal irgendwie 10 Minuten zu einem anderen Thema dazu packen können, weil das die Leute dann nicht mitmachen. Okay, spannend. Dazu die Anschlussfrage aus dem Chat von Miki Hiko. Joris, sind eigentlich die Quote der erfolgreichen Interviews? Also viele wollen lieber schnell. Das ist bei uns ein bisschen schwierig tatsächlich zu sagen, weil wir sozusagen als Teil dieses Omnibus über verschiedene Tage geschaltet werden. Also normalerweise, wenn man so eine allein sozusagen stehende Umfrage ist, dann kriegt man auch so eine Ausschöpfungsquote. Die liegt in der Regel tatsächlich eher, was ich jetzt weiß, da bin ich aber keine Expertin für, eher so bei, sage ich mal, Richtung 10-20% oder sowas. Wir sind aber dadurch, dass wir irgendwie sozusagen über diese als Teil dieser Mehrthemenumfrage über verschiedene Tage geschaltet sind, kann man das nicht genau sozusagen so liefern, wie bei so einer alleinstehenden Umfrage. Aber das sind eher so im Bereich sozusagen 10-20% derjenigen, die sozusagen angerufen werden. Okay. Also wenn wir ein Paper wären, dann wären wir jetzt ganz, ganz tief eingestiegen, schon direkt im Methodenteil. Ja, das stimmt, ja, sorry. Sind jetzt unglaublich schon und haben schon tief eingegraben hier in die Methoden. Ich finde es super großartig, dass du das alles so berichten kannst. Aber genau, vielleicht ist ja noch spannender, was rausgekommen ist irgendwie. Der Methodenteil kommt doch eigentlich auch meist vor den Ergebnissen, von daher. Ja, eben, das stimmt. Genau, ja. Hier und schlägt Horst. Nur 2 beißt sich so im Methodenteil fest, dass er überhaupt nicht dazu kommt, irgendwie dazu zu diskutieren, was rausgekommen ist. Die Methode so. Ist schlecht, alles weg. Reject. Außerdem werde ich nicht zitiert und meine Methode. und Horst, die schlägt vor, komm, wir machen es mit Brief. Ach, da ist nur 10%. Ja, das glaube ich noch, also dass das noch weniger ist. Aber Telefon finde ich ja auch schon, also ich bin da auch. Nein. So, die Fraktion. Und ehrlich gesagt, habt ihr alle Festnetz? Benutzt ihr das? Hebt ihr ab? Ich habe Fragen. Ich würde auch mal sagen, wir gehören wahrscheinlich alle zu der Gruppe, die über Festnetz oder Telefon wahrscheinlich weniger gut erreichbar ist, sozusagen. Das ist natürlich schon ein Packpunkt. Aber ich finde es ja spannend, weil ich meine, dieser Wirtschaftszweig Meinungsforschung, die haben halt auch ja irgendwie nur endlich viele Möglichkeiten, an die Leute ranzukommen. Ne? Ich meine, du kannst dich irgendwie auf die Straße stellen und hoffen, dass irgendwie die dort zu Fuß gehenden irgendwie schaffen, dir einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt irgendwie zu liefern. Du kannst dich ins Internet stellen und dort irgendwie auf irgendwelchen Spiegel.de-Seiten irgendwelche Umfragen reinhängen oder du kannst halt rumtelefonieren und was willst du noch mehr machen? Also ja. Also ich glaube, was sozusagen auf die Straße stellen und sozusagen zufällig Leute anquatschen, ist, glaube ich, sozusagen vom Sampling her nicht so die gute Idee. Was sozusagen halt noch Face-to-Face bedeutet, wirklich die Leute laufen durch die Straßen und klingen systematisch beim dritten Haus auf der rechten Seite so ungefähr. Das kostet aber halt wahnsinnig viel Geld irgendwie. Das ist sozusagen eine ganz andere Budgetfrage. Und online ist halt der Punkt, die Leute, die man über Telefon gut erreicht, sage ich mal, die auch Zeit, Lust haben, Ältere sozusagen so ein Telefoninterview dann zu machen, die erreicht man online halt nicht. Wir testen jetzt sozusagen voraussichtlich dieses Jahr auch mal, gucken mal, ob wir es vielleicht durch nochmal einen Online-Teil ergänzen können,
muss man gucken, wie gut sich das sozusagen dann zusammenfügt an der Stelle. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn man sozusagen ein neues Design nutzt, weil man dann sozusagen die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren irgendwie ein Stück weit auch verliert. Also in dem Augenblick, wo ich ein neues Survey-Design nutze, ist es natürlich schwieriger sozusagen zu gucken, habe ich eine Veränderung, die eben durchs Design oder tatsächlich durch veränderte Einstellungen zustande kommt. Deswegen muss man da, glaube ich, so ein Stück weit sozusagen so versuchen, einen sanften Übergang zu machen. Mhm. Aber sicherlich wird online in Zukunft eine größere Rolle spielen. Und ich glaube, auch der Fokus wird ein bisschen weggehen von dieser Art und Weise, wie sample ich, also wie komme ich sozusagen zu meiner Stichprobe, sondern der Faktor sozusagen der Gewichtung hinterher, wie ich Daten gewichte, wird eine größere Rolle spielen, aber dafür muss ich wiederum wissen, welche Faktoren sozusagen die Einstellungen beeinflussen, um wirklich gut gewichten zu können. Das ist natürlich die Herausforderung. Aber das ist natürlich auch, also ist, glaube ich, auch eine spannende Sache, wenn du quasi versuchst, denselben Fragebogen irgendwie telefonisch und online abzubilden und welche demografischen Gruppen oder sind wo mehr zu finden? Ich glaube, da hat man auch interessante Unterschiede. Ich glaube, das ist total spannend. Also jetzt eher ab von dem Eigentlichen, was man untersuchen will, als dann nochmal Meta oben drüber zu gucken, was passiert. Weil online kriegst du, glaube ich, eine deutlich jüngere Gruppe. Dann weiß man nicht, ist das jetzt ein Alterseffekt, den man da sieht, oder ist das ein Medieneffekt? Also dass es eine Online-Umfrage ist, das ist spannend. Also es gibt auch so völlig, das ist jetzt eher aus dem sozusagen Wahlforschungsbereich, so völlig abgefahrene Geschichten, dass man irgendwelche, tatsächlich auch irgendwelche Gamer auf der PlayStation durchbefragt, aber wenn man eine groß genug Gruppe sozusagen befragt und genug darüber weiß, welche demografischen Variablen etwas beeinflussen, war das, glaube ich, in den USA mal die beste Art und Weise, wie ein Wahlergebnis vorhergesagt wurde sozusagen, weil man irgendwie sozusagen weggeht von Versuch über das Sampling repräsentativ zu werden, sondern wenn man genug Leute befragen kann und genug darüber weiß, wie das beeinflusst wird, ist das sozusagen manchmal die genaueste Vorhersage gehabt. Und haben die noch die Wahlpräferenz korreliert mit irgendwelchen Skills bei einem Computerspiel? Wenn ich so schnell rennen kann, fehlt Demokraten. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also, da wäre es interessant. Ich glaube, da kommt also der Nachricht. Im Chat scheinen wir noch eine große Fraktion von FestnetzbesitzerInnen zu haben. Also es scheint noch FestnetzbesitzerInnen zu geben hier. OVNN bekennt sich nicht nur zum Festnetztelefon, sondern er geht ran. Also ja, ich weiß auch nicht. Das ist echt. Machst du denn auch bei Umfragen mit OVNN? Stimmt. Hallo der Plasma. Machst du bei Telefonumfragen mit? Willkommen. Genau, schreib doch mal rein, ob ihr echt mitmachen würdet bei einer Telefonumfrage. Nein, okay. Nein, OVNN sagt einfach nein. Gut. Der Plasma auch. Ja. Ja. Also gut. Tatsächlich habe ich einmal in meinem Leben irgendwie bei sowas mitgemacht, was irgendwie 5 Minuten dauern sollte und das hat 10 gedauert und das hat dann so quasi, mache ich nicht nochmal. Ja, Twitter-Umfragen dauern halt auch nur ein paar Sekunden, ne? Ja. Stimmt, ja. Ein Klick, fertig. Mach doch Twitter-Umfragen. So einen langen Thread. Ricarda. Visparo 2.0. Man hat keine Skala, ne? Nur 4 Antworten. Ich glaube, auch wenn wahrscheinlich sozusagen wir keine perfekte Lösung finden, glaube ich, dass Twitter-Umfragen auch nicht direkt auf Rang 2 kommt, sozusagen der besten politischen Settings, die wir uns vorstellen Wirklich können. Wirklich nicht? Nee. Schade. Naja, gut. Es ist wirklich ein bisschen eingeschränkt, die Umfragemöglichkeiten. Schade. Muss Twitter noch aufpassen. Ich hatte gerade im Chat noch gesehen, war noch eine Frage, die rufen immer morgens oder abends an sozusagen. Mhm. Diese Mehrthemenumfragen, die wir machen, werden vor allem abends gemacht, also sozusagen in der Zeit so 19, 20 Uhr. Idealerweise, weil ja auch von, wenn man hungrig ist, gesprochen wurde, eher wenn die Leute schon gegessen haben und abends zu Hause sind, weil man natürlich auf dem Festnetz tagsüber auch viele Leute einfach nicht erreicht. Ja, am besten dann also so um 8. Doch so, dass sie nicht weglaufen können. Ja, sorry. Genau. Ja, aber dann doch so am besten um 8, damit sie um 7:45 fertig sein wollen und nicht zu viel reden. Zum Tatort, oder? Ich bin ja jetzt unheimlich gespannt, was du rausgefunden hast, Ricarda. Ja, alrighty. Genau. Kannst du uns nicht mal zeigen, was ihr rausgefunden habt? Ich kann euch das nicht zeigen, aber ich glaube, Claudia kann euch das zeigen. Ja, warte, ich mache uns mal klein und ich gehe mal in das PDF. Das sehen jetzt alle, nur ich nicht. Warte, da. So.
Okay, super. Und ich glaube sozusagen, das ist wahrscheinlich auch die Frage, warum ich heute da bin, irgendwie, oder auch das Thema, über das ihr, glaube ich, auch schon mal gesprochen hattet, nämlich die Frage nach dem Vertrauen in Wissenschaft und Forschung. Und das war auch sozusagen eins der Ergebnisse, die mich und auch uns selbst, also sozusagen auch die Kolleginnen und Kollegen hier, total überrascht hat, als wir Mitte April mit so einem kurzen Wissenschaftsbarometer-Fragebogen auch ins Feld gegangen sind, weil wir eben gesehen haben, dass im Vergleich zu den Vorjahren das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung im April eben deutlich höher waren. Also wir haben normalerweise in den Vorjahren immer so ungefähr 50%, die sagen, ich vertraue voll und ganz oder ich vertraue eher in Wissenschaft und Forschung. Das ist immer so ein bisschen im Rahmen der Fehlertoleranz mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Und wir hatten jetzt aber sozusagen im April dann tatsächlich 75%, die gesagt haben, ich vertraue voll und ganz oder eher in Wissenschaft und Forschung. Und ich glaube, wow. Du kannst auch noch eine Folie weiterblättern. Moment, ich hab erst jetzt auf die zweite geschaltet, weil ich wusste, okay, dass das die erste Frage ist, und ich bin gerade bei diesen Abbildungen total, das ist echt interessant. Also man sieht da ja schon einen sehr, sehr deutlichen Sprung. Ricarda, kannst du schon mal andeuten, was für einen Reim ihr euch darauf gemacht habt? Also sozusagen natürlich jetzt zu erklären, ist noch eine andere Herausforderung, aber ich glaube, ich persönlich oder auch wie wir das eben intern diskutiert haben, auch mit Kolleginnen und Kollegen, ist schon die Interpretation zu sagen, dass das eben eine Situation war, in der Leute unsicher waren, in der es sozusagen einen großen Bedarf gab nach Information, nach Orientierung, und dass da dann eben sozusagen das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung diese Orientierung gegeben hat und auch sozusagen diejenigen dann öffentlich über diese Fragen kommuniziert haben, dann eben den Leuten das Gefühl gegeben haben, sozusagen, wir wissen, was hier sozusagen irgendwie, ich sage jetzt mal, Sache ist irgendwie so ein Stück weit, und wir erwecken den Eindruck, dass wir sozusagen vertrauenswürdig sind, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen damit umgehen etc. Und dass das sozusagen diesen Bedarf an Orientierung in sozusagen auch eine Situation, die ja noch niemand so vorher erlebt hatte, dass da sozusagen die Wissenschaft und Forschung eben was war, wo man sich dran festhalten konnte, in die man vertrauen konnte. Spannend. Ja. Das ist schon krass, ne, von 2019 auf Anfang 2020, eine Vervierfachung jetzt zum Beispiel im Vertrauen voll und ganz. Ja, der Chat sagt, das ist der Drosten-Effekt und fragt, ob das schon in die Fachliteratur Einzug gefunden hat. Ich habe noch keinen Paper mit dem Drosten-Effekt gelesen. Ach, sowas. Genau, aber es ist auch ganz spannend, dass man eben sieht, das sind auch sozusagen alles sozusagen in Zugewinn, sage ich jetzt mal, aus denjenigen oder aus der Kategorie, die vorher unentschieden war. Also der Anteil derjenigen, die sagt irgendwie, ich vertraue nicht, ich misstraue eher sozusagen, der ist relativ gleich geblieben, sondern es ist sozusagen eher eine Bewegung von, ich weiß nicht so richtig zu, ich vertraue Wissenschaft und Forschung. Aber das heißt, das, was Icewalker gerade geschrieben hat, die Leute, die unentschieden angeben, das sind die, um die wir in der WISCOM kämpfen müssen. Das heißt, das hat in diesen zwei Umfragen, die da passiert ist, tatsächlich funktioniert. Da sind von unentschieden Leute gewandert zu, ich vertraue eher oder ich vertraue sehr und voll und ganz. Genau, das würde ich auch so denken. Man sieht auch schon wieder sozusagen dann, dass es aber auch dann zu Mai schon wieder ein bisschen runtergeht. Und da sehen wir eben auch, dass es sozusagen dann wieder eben zugunsten der Unentschiedenen geht. Und wenn wir sozusagen so ein bisschen tiefer in die Daten reinschauen, sehen wir auch, dass sozusagen diejenigen, die hochgebildet sind, die sozusagen auch eine gewisse Nähe zu Wissenschaft und Forschung haben, diejenigen sind, die immer angeben Vertrauen sozusagen, aber dass es eben auch gerade Leute sind, die, sage ich jetzt mal, aus einem mittleren, niedrigeren, formellen Bildungsniveau, die vielleicht nicht so nah dran sind persönlich auch an Wissenschaft und Forschung, die da sozusagen diesen Unterschied gemacht haben, aber wo wir jetzt auch wieder ein Stück weit den Unterschied zurücksehen. Dann. Ich versuche mich jetzt gerade zurückzuerinnern, jetzt an diese Zeit, ich meine Mitte April und dann Ende Mai. Da sind dann 5-6 Wochen dazwischen. Was ist da passiert, dass da diese 10 Prozentpunkte bei Vertrauen voll und ganz zurückgegangen sind und die Unentschiedenen wieder hochgehen? Also vielleicht sozusagen, ohne dass ich jetzt irgendwie einen direkten Zusammenhang herstellen möchte, als wir die zweiten Daten erhoben hatten, war gerade in den Tagen auch zum ersten Mal sozusagen die Heinsberg-Geschichte publik, ist so ein bisschen durch die Medien gegangen. I don't know, ob sozusagen, aber nur das ist sozusagen, es gibt eine zeitliche Parallele an der Geschichte. Das müsste sozusagen ungefähr an den Tagen gewesen sein, an denen wir die zweiten Daten erhoben haben. Und kann es nicht sein, dass wenn man so fragt nach dem Vertrauen in die Wissenschaft, dass da was verschmiert? Also weil das
eine sehr allgemeine Frage ist. Ich überlege gerade, ich bin noch nicht selbst ganz fertig mit dem Gedanken, aber ich überlege mir gerade, ob ich jemanden, der sagt, also der Wissenschaft vertraue ich nicht, aber ich höre mir die Sachen an und versuche möglichst viel nachzuvollziehen. Manchmal gelingt mir das. Ob mir so jemand nicht lieber ist, als jemand, der sagt so, ja klar, jeder, der einen weißen Kittel anhat und einen Doktortitel, dem vertraue ich erstmal. Versteht ihr, was ich meine? Also ich meine, es gibt ja, man könnte es sozusagen in verschiedene Komponenten nochmal auseinanderlegen, was man mit dem Vertrauen meint. Also ob es eine Bereitschaft gibt, ein Interesse gibt und eine Bereitschaft und eine Fähigkeit, Sachen nachzuvollziehen zum Beispiel oder so. Ich Also ich glaube sozusagen, der Punkt, dass diese Frage sehr, sehr allgemein ist, trifft total zu. Und ich glaube sozusagen auch, was die Leute sozusagen konkret meinen, wenn sie sagen, ich vertraue eher oder voll und ganz, ist natürlich schwierig zu sagen und können wir auch nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube sozusagen in dem Augenblick, wo wir immer wieder die gleiche Frage stellen, ist der Verlauf trotzdem interessant. Und vielleicht kann ich ein bisschen beantworten, was du gerade sozusagen angesprochen hast, wenn wir sozusagen mal eine Folie weitergehen auch, weil wir sozusagen, und das sind jetzt ältere Daten, das sind sozusagen generell Wissenschaftsbarometerdaten, das ist jetzt kein Corona-Spezial, wir uns auch sozusagen mit verschiedenen Dimensionen oder mit Aspekten des Vertrauens auseinandersetzen. Und da steckt sozusagen eher psychologische Forschung dahinter, die sozusagen zu dem Ergebnis kam, dass eben, sag ich, Bürgerinnen und Bürger oder in der psychologischen Forschung wurde es oft als Laien sozusagen betitelt, dass die ihre Vertrauensurteile basierend auf drei Dimensionen oder drei Aspekten machen. Das ist einmal eine Einschätzung darüber, wie die Expertise sozusagen eines Forschenden ist, wie integer der oder die Forschende ist und wie hoch sozusagen Benevolenz ist sozusagen, also gehe ich davon aus, dass derjenige in meinem Interesse, in meinem Sinne handelt irgendwie. Und das sind auch sozusagen Aspekte, die wir seit 2017 im Wissenschaftsbarometer erheben. Und das sehen wir sozusagen in der Tendenz, dass sozusagen Fragen von Expertise nicht das Problem sind. Also dass sozusagen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland denken, irgendwie Experten sind klug, wissen viel, haben Ahnung von ihrem Fachbereich, dass die sich auch im Großen und Ganzen an die Regeln und Standards halten. Aber wenn es darum geht, sozusagen, dass sie im Interesse der Öffentlichkeit forschen, ist es schon ein bisschen unentschiedener. Und wenn wir noch eine Folie weitergehen, dann ist es sozusagen das negative Urteil, warum man misstrauen würde. Und da sehen wir sozusagen, dass die Abhängigkeit von Geldgebern, also die Annahme, jemand anders entscheidet, was geforscht wird, irgendwie die Politik oder die Wirtschaft sozusagen geben die Richtung vor, dass das sozusagen der Teil ist, wo die Leute anfangen, Forschenden, Wissenschaftlern sozusagen nicht mehr zu vertrauen, dass sie sozusagen eher den Eindruck haben, ich glaube, die wissen viel, ich glaube, die machen irgendwie gute Arbeit, aber vielleicht so ein bisschen jemand anders entscheidet. Das ist, glaube ich, das, wo wir sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht ein Problem haben. Ich würde gerne noch mal gerade die Folie vorher, weil ich finde, das war da kam eine gute Frage von Anja Lorenz. Was hättet ihr bei 3 angekreuzt? Ich wäre nicht über Gelb hinausgekommen als Pauschalantwort und ich muss da jetzt persönlich auch zustimmen. Ja, und auch nochmal die Frage hier, nicht? Wir können ja unterscheiden zwischen Wissenschaft als Profession, die Wissenschaftler, eine Berufsgruppe, wir wissen, wie dieses Wissenschaftssystem funktioniert und so weiter und so fort. Auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite das Ideal von, ja, nach Methoden, die man darlegt, über die man Rechenschaft ablegt, Dinge analysieren, nachvollziehbar machen. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich meine, mir ist klar, dass es irgendwo eine Reduktion gibt bei so einer Art Forschung, dass man das sehr verdichten muss und überlegen muss, was man fragen will oder so. Aber das beschäftigt mich gerade daran. Ich glaube, es ist auch, spielt wieder zusammen mit der Frage, was definieren die Leute als Wissenschaft? Ne? Also was ihr ja auch quasi abfragt, was genau verstehen sie unter Wissenschaft? Weil es ist dann ja auch eine Frage, wen habe ich im Kopf, wenn ich an Wissenschaftler denke? So, genau, habe ich eher einen Mediziner im Kopf oder, ne? Also das sind ja unterschiedliche Sachen. Also thementechnisch sind es ganz klar Medizin, Gesundheitsthemen und so ein bisschen Theologie, Themen, die sie sozusagen im Kopf haben. Wir haben auch mal 2017 war das, glaube ich, tatsächlich gefragt, offen, was für die Leute, also die Befragten, bedeutet, etwas wissenschaftlich zu untersuchen. Also so ein bisschen eher die, was ist eigentlich Wissenschaft für euch? Und da sozusagen
Spielen eher die Aspekte, wo es darum geht, man erforscht Neues, Unerforschtes sozusagen, man bringt Dinge voran. Und so an zweiter Stelle waren eher so ein bisschen die, das ist methodisch, das ist systematisch, das ist irgendwie analytisch, regelgeleitet. Solche Aspekte kamen auch, aber ich glaube, alles, was sozusagen dieses, das Wissenschaftssystem ist ein kollaboratives System oder ist sozusagen auch was irgendwie, diese Aspekte, die, glaube ich, für viele Forschende in ihrem Alltag eine Rolle spielen, kommen auch in der öffentlichen Wahrnehmung eher gar nicht vor. Da ging es eher sozusagen um dieses, es geht um Neugierde, es geht dann, Dinge voranzubringen, um irgendwie Zukunftstechnologien. Das sind sozusagen die Vorstellung, was die Leute glauben, was Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten ist. Ja, das ist auch spannend. Also mir fällt gerade auf, ich finde jetzt bei diesen Gründe für Vertrauen, finde ich ja, 1 und 3 sind ja auch Sachen, die tatsächlich durch sowas wie eine Bildkampagne, das hat der Icewalker eben angesprochen, tatsächlich zerstört werden können, obwohl die Person an sich oder der Wissenschaftler an sich gar nichts verändert an dem, was er tut. Ne? Also das Bild von Wissenschaftler kann oder im Kopf von Leuten kann zerstört werden, wenn solche Kampagnen kommen, die dann eben sagen, na, der forscht ja gar nicht im Interesse der Öffentlichkeit, sondern der will doch nur seinen Impfstoff verkaufen. So, also das sind so Sachen, die quasi sehr fragil sind, gerade in diesem unentschiedenen Bereich der Leute, glaube ich. Habe ich so das Gefühl, auch das Bild, oh, das ist ein Experte oder das ist kein Experte, kann sehr leicht durch öffentliche Kommentare oder Kampagnen ins Wackeln kommen, oder? Habt ihr das auch erhoben in 2020, diese Fragen? Sorry, Diese Fragen, die Gründe für Vertrauen. Ah, okay. Ja, okay. Ich glaube, eigentlich das reguläre Wissenschaftsbarometer kommt erst im Herbst, hast du eben gesagt. Ah, okay. Und genau. Jetzt für Corona im April und Mai nur Corona-spezifische Fragen gestellt und nicht die jedes Jahr macht, ne? Die Vertrauensfrage sozusagen haben wir so gestellt, wie wir sie immer stellen, um da sozusagen die Vergleichbarkeit zu haben. Aber ein Großteil der Fragen war sozusagen auch nicht nur vor dem Hintergrund, sondern auch explizit auf Corona bezogen, so ein bisschen an der Stelle, genau. Okay, cool. Da muss ich auf jeden Fall nochmal genauer auf der Seite nochmal nachgucken. Okay, dann darf ich wieder auf die Seite mit den häufigsten Gründen für Misstrauen gescrollt. Vielleicht gibt es dazu auch noch Fragen. Wollte nochmal gerade im Chat gucken. Ich finde es ansonsten auch immer ganz spannend, dass sozusagen diese Frage der Integrität, also immer wenn ich über die Ergebnisse auch mit Forschenden spreche, dass ich dann oft auch die Rückmeldung bekomme, ich weiß nicht, wie ihr oder auch die Leute im Chat das sehen, dass sozusagen dann oft die Reaktion kommt, naja, die Leute halt wissen ja nicht, wo die eigentlichen Probleme in der Forschung liegen. Also dass ich oft die Rückmeldung bekomme, dass Forschende eher die Probleme auch mit der Integrität sozusagen in ihrem eigenen System wahrnehmen und so ein bisschen die Aussage machen, na, das ist aber noch nicht öffentlich geworden, irgendwie so ein Stück weit. Das finde ich immer ganz erstaunlich, dass sozusagen da oftmals diese Rückmeldung kommt, dass die eigentlichen Probleme, also warum sie sich selbst misstrauen würden, eher in einem anderen Bereich liegen würden. Ja, das ist echt erstaunlich, finde ich auch. Also das ist irgendwie, riecht es für mich so vom Gefühl her nach Wissenschaftsferne und nach einem schwachen Eindruck davon haben, wie es in der Forschung wirklich zugeht. Sorry, aber... Ja. Aber deswegen finde ich gerade hier die dritte Frage mit bei dem Misstrauen super, weil Wissenschaftler häufig Fehler machen. Da sagen tatsächlich, also dass das für die meisten ist das jetzt tatsächlich ein, warte, ich muss das jetzt richtig rumlesen, dass das tatsächlich ein häufiger Grund ist, warum man misstrauen kann. Nee, das sagen 4%. Ja, nee, also genau, also 18% sagen das. Und bei... Ja. Okay. Ich würde sagen, stimmen zu, dass das ein Grund ist für Misstrauen. Ja, da bin ich begeistert, dass 39 dem nicht zustimmen. Ne? Wenn man weiß, dass Fehler zur Wissenschaft gehören, ist das gut, dass es zumindest bei 37% ankommt, dass das kein Grund für Misstrauen ist. Aber es ist trotzdem noch sehr wenig. Sehr wenig. Also bei mir persönlich wächst ja Misstrauen, wenn keine Fehler passieren. Ja, eben. Es wäre schön, wenn das sozusagen mehr ins Alltagsbewusstsein über Wissenschaft einsickert, dass Wissenschaftler ständig mit ihrem eigenen Bewusstsein Fehlerquellen haben, dass sie unwillentlich mit falschen Erwartungen arbeiten oder auch unabsichtlich Fehler machen und was für eine große Rolle das spielt im Verhältnis zu, hey, aktive Manipulation durch Geldgeber oder so, ne?
Ja, gut, aber die Frage war ja auch irgendwie, was sind die Gründe, wirklich WissenschaftlerInnen zu misstrauen? Und da kannst du natürlich trotzdem sagen, WissenschaftlerInnen machen Fehler. Aber das ist, wenn ich erstmal davon ausgehe, dass sie sich dessen auch bewusst sind und Mechanismen etablieren, um mit diesen Fehlern umzugehen, dann muss das ja noch nicht unbedingt ein Grund sein, ihnen jetzt oder den WissenschaftlerInnen oder der Wissenschaft allgemein zu misstrauen. Genau, wir hatten sozusagen zu dem Themenkomplex, ich nenne es jetzt mal sozusagen auch Fragen von Reproduzierbarkeit und Replikation und solchen Geschichten, ein paar Fragen in 2018, ohne es so zu nennen. Und da war es auch von den Ergebnissen in der Gesamtschau so, dass sozusagen eine relativ erstaunliche sozusagen Bewertung dahingehend war, zu sagen, das ist nicht unbedingt ein Grund, warum man Forschenden misstrauen sollte, wenn Ergebnisse auch manchmal nicht reproduzierbar sind, sondern es zeigt eigentlich eher, dass eben es Mechanismen gibt, wie sozusagen dann das auch überwacht und korrigiert wird und eben auch, dass Fehler und ihre Korrektur eben zu Wissenschaft und Forschung dazugehören. Und was wir da gesehen haben, das haben wir auch mit einem wissenschaftlichen Partner ausgewertet, ist ganz spannend, dass das sozusagen vor allem auch Leute, die sozusagen vielleicht eh schon ein negatives Bild haben von Wissenschaft, dann so ein Stück weit auch dafür benutzen, sozusagen, ja, und guckt deswegen eben nicht so ein Stück weit. Aber dass, wenn man, glaube ich, nicht von vornherein sozusagen ein negatives Bild von Forschung hat, man durchaus sehen kann, dass das eben was ist, was dazugehört und was normal ist. Aber dass es natürlich eine günstige Gelegenheit ist, sozusagen dann Forschung auch abzuwerten, wenn man sowieso schon ein negatives Bild hat. Ja. Und das ist übrigens eine Ebene, wo mich der Impact von Leuten wie Drosten nochmal interessieren würde. Wir hatten in vorangegangenen Sendungen vom Forschungsstrom manchmal uns damit beschäftigt, dass Drosten ja vor einem Millionenpublikum, kann man fast sagen, ne? Solche Begriffe wie Preprints oder sich auf sich selbst kritisch zu beziehen und zu sagen, hey, da hatte ich noch nicht so das Wissen oder habe ich mich geirrt oder sowas, bekannt gemacht hat oder so. Vielleicht aus einer sehr optimistischen Sichtweise unsererseits. Und was man mit so einem sozialwissenschaftlichen Instrumentarium vielleicht mal untersuchen könnte, obwohl das wahrscheinlich ganz geringe Ausschläge sind, die das hat, ja. Aber ob es wirklich da ein Learning gibt in der Bevölkerung, ob solche Konzepte und Sachen ankommen wie Selbstkorrektur oder so, oder? Wäre interessant. Meine Befürchtung wäre, dass sozusagen der Anteil so gering ist, dass es schwierig ist, das zu erfassen, irgendwie so ein Stück weit. Wir haben auch in einem der Corona-Spezials sozusagen danach gefragt, welche Forschenden oder welche wissenschaftlichen Einrichtungen die Leute tatsächlich sozusagen in den letzten Tagen medial wahrgenommen haben. Und da spielen natürlich sozusagen Drosten und das RKI etc. schon mit sozusagen die größte Rolle. Ich fand das erstaunlich, dass es nicht sozusagen noch eindeutiger war, irgendwie ein Stück weit. Also es wurden dann doch noch mehr, ja, das waren die Virologen oder Epidemiologen oder das sind die Leute aus den Krankenhäusern sozusagen. Also auch da hat mich überrascht, dass sozusagen alles, was Gesundheitswesen, Gesundheitsbereich ist, sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung noch eine größere Rolle spielt, als jetzt sozusagen das, was vielleicht wir sozusagen wirklich als Wissenschaftskommunikation in dem Bereich wahrnehmen würden. Ja, auch da. Ja, spannend. Der Chat ist hier gerade an der Stelle, dass man eigentlich in die Richtung gehen müsste, Wissenschaft mehr als Erkenntnisprozess darzustellen. Ja. Und dann schreibt aber Klapphank zum Beispiel, merke immer mehr, wie wenig Ahnung zum Beispiel meine Eltern vom wissenschaftlichen Prozess haben. Hat jemand einen Vorschlag, wie man das großflächig ändern könnte? Ricarda, du bist doch jetzt hier unsere Expertin. Ja. Du musst doch jetzt hast du dich weil die Lösung mitgebracht? Weil ich finde, das ist auch echt der super wichtige Punkt. Also wenig weg von ergebnisorientiert hinzu. Also was ich irgendwie, das ist aber vielleicht auch nur sozusagen ein Mini-Baustein, was ich immer ein Stück weit auch schwierig finde, wenn sozusagen Forscher so als Einzelpersönlichkeiten herausgestellt werden. Also auch Stichwort Drosten irgendwie, dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, dass sozusagen dieses Bild eines, das ist der einzelne heroische Wissenschaftler oder der die einzelne sozusagen herausreine Forscherin so ein Stück weit. Und ich glaube, diese Aspekte, inwiefern Forschung Teamarbeit ist und auch, dass sozusagen das Wissenschaftssystem ein soziales System ist und dass es da genauso gut wie in jedem anderen System auch soziale Regeln, Gepflogenheiten, Gewohnheiten, Missstände etc. gibt. Das finde ich was, was wir sozusagen in der Wissenschaftskommunikation noch viel, viel zu wenig transportieren. Ich glaube, es ist oft so dieses, okay, wir müssen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Methoden und Prozesse. Aber ich finde sozusagen, dass Wissenschaft
auch sozial ist sozusagen und dass da diese Aspekte eine ganz große Rolle spielen. Und ein ganz pragmatischer Vorschlag wäre sozusagen nicht mehr Porträts von einzelnen Forschenden oder einzelnen Wissenschaftlerinnen veröffentlichen, sondern auch mehr sozusagen zu gucken, wie arbeiten die eigentlich als Team zusammen. Aber das ist sicherlich nur ein kleiner Teil der Lösung. Nee, aber es ist ein super wichtiger Punkt. Also ich glaube, man kann das kaum überbetonen, was du da gesagt hast. Ja, aber wenn du dich, ganz ehrlich, wenn du dich in auf so ein Klassentreffen von WissenschaftskommunikatorInnen stellst und dann fragst, was ist jetzt hier gerade der heiße Scheiß, dann hörst du da immer, der heiße Scheiß sei irgendwie Storytelling. Und Storytelling ich wollte das nicht sagen. Ist grundsätzlich, als nächstes wird dir diese Heldenreise erzählt, wo du diese 7 Kapitel hast, die du schon in der Ilias von Homer irgendwie nachsehen kannst, und Star Wars ist nach demselben Muster gestrickt. Und das funktioniert halt so, dass du eine Heldin oder einen Helden hast, der dann halt diese 7 Stationen dieser Heldenreise durchlaufen muss. Und ich als jemand, der in der Wissenschaftskommunikation arbeitet, muss ich auch ganz klar sagen, Menschen sind an Menschen interessiert. Und die Themen, wissenschaftliche Inhalte rüberzubringen, ist, gerade wenn jetzt die Frage hier von Klapank war, wie machen wir das großflächig, können wir das ändern? Glaube ich schon, dass das halt, es sind nicht unbedingt alle an den Wirkweisen von den Viren und deren Zellhäute und wie da chemisch irgendwas aneinander andockt, interessiert. Und sich dann halt irgendwie eine Geschichte von einer Forscherin oder einem Forscher zu nehmen, der irgendwie was entdeckt hat und wie er sich nächtelang das da im Labor um die Ohren geschlagen hat und dann mit einem Eureka-Effekt irgendwie durch Nacht dann irgendwie dastand und irgendwie was rausgefunden hatte, ist es halt eine schöne Geschichte, und dann kannst du halt schön auch ein bisschen Wissenschaft mit transportieren. Insofern, ich verstehe die Denkweise, dort jetzt hier nicht so falsche Bilder zu erzeugen. Aber gerade wenn es darum geht, große Bevölkerungsschichten anzusprechen, würde ich schon erstmal sagen, Wissenschaft über Menschen zu transportieren, hat auch Vorteile. Aber dann wiederum könnte man auch fragen, gibt es nicht Möglichkeiten, Wissenschaft postheroisch oder nicht heroisch zu erzählen, oder? Ja. Also ist jetzt wirklich in den Raum gefragt. Ich habe jetzt keine bestimmte positive Vorstellung, was das sein sollte oder so, aber dass man irgendwie einen Blickwinkel findet, die zeigen, dass es einfach ein hoch arbeitsteiliger Apparat ist und Leute auf so super spezialisierten Enden hocken irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ich habe tatsächlich für den letzten Forschungsstrom eigentlich etwas anderes vorbereitet gehabt als das Thema, das ich eigentlich gemacht habe. Und zwar war das Thema, was uns Fernsehsendungen und Kinofilme nicht über WissenschaftlerInnen erzählen. Und genau solche Sachen wie, es gibt nicht diesen Heureka-Moment bei allem und es gibt nicht diesen einen heroischen Forscher, waren genau auf meiner Liste. Weil ich finde diese Darstellung von WissenschaftlerInnen in Film und Fernsehen tatsächlich, wenn ich da jetzt mal den Fokus drauf lege und nicht so auf YouTube gucke, weil ich denke gerade so daran, dass gerade die Schichten, die vielleicht so eher in diesem grauen Bereich sind, vielleicht auch eher eine ältere Generation, vielleicht eine TV-Affinität haben. Ich glaube, da müsste man tatsächlich auch das Bild ändern. Aber das erzähle ich, dass ich bin Bibliothekarin. Das Bild von BibliothekarInnen im Film und Fernsehen, mir fehlt der Dutt, aber die Brille habe ich. Sehr gut. Du könntest noch ein paar Mal häufiger Psst sagen, finde ich. So. Ja, wenn ihr aktuell mehr Klischees haben wollt, Biohackers auf Netflix, auch sehr, sehr Klischee überladen. Okay, ja, gut. So, ne? Ja. Aber wir sind voll abgedriftet, Ricarda, bitte. Okay, dann ich versuche mal wieder den Anschluss hinzukriegen. Genau, vielleicht sozusagen das zweite Thema, was ich sozusagen noch ganz spannend fand, vielleicht neben dem Vertrauen aus unserem Corona-Spezial. Und dann müssten wir, glaube ich, einmal auf die wahrscheinlich schon übernächste Folie gehen, dann tatsächlich, würde ich denken. Also, ich habe jetzt auf der nächsten ist hier einige Gründe, warum man Wissenschaftlern misstrauen kann. Inwieweit stimmen Sie persönlich zu? Nee, genau, da noch 2 Folien weiter. Okay, Moment. Wie groß ist Ihrer Meinung nach der Einfluss? Und wie weit stimmen Sie vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens zu Corona
den folgenden genau, Aussagen zu. Wow. Ich glaube, das war sozusagen mit so ein zweites Thema, was uns in den Corona-Spezial-Wissenschaftsbarometer-Ausgaben eben sozusagen erstaunt oder auch beschäftigt hat, ist nämlich die Frage, inwieweit sozusagen Wissenschaft und Forschung und eben auch diese öffentlich kommunizierenden Forschenden einen Einfluss auf die Politik haben sollten. Also diese, was ja auch öffentlich medial diskutiert wurde, wo hört die Rolle von Wissenschaft auf, ab wo beginnt die Politik, wie politisch dürfen sich auch Forschende äußern sozusagen, das war ja auch mit ein großes Thema. Und was wir da eben auch gesehen haben, ist, dass wir eine relativ große sozusagen Unterstützung haben, erstmal für wissenschaftlich basierte Politik und für sozusagen auch wissenschaftliche Politikberatung, dass die Leute eben zu einer ganz, ganz großen Mehrheit sagen, wir wollen, dass politische Entscheidungen auch im Umgang mit Corona eben auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Ein bisschen unentschiedenes sieht es schon wieder aus, wenn wir darüber sprechen, ob sozusagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst politisch aktiv werden sollten. Da ist sozusagen die deutsche Bevölkerung unseren Ergebnissen nach eher ein bisschen unentschiedener. Aber auch da sehen wir, und das ist, wenn wir nochmal eine Folie weitergehen, und das ist dann tatsächlich auch schon die letzte Folie sozusagen, dass sich da auch wieder schon ein Stück weit von April zu Mai das so ein bisschen verändert hat, dass wir aber auch eben auch da sehen, dass sozusagen die Unterstützung für wissenschaftliche Politikberatung, für wissenschaftsbasierte Politik nicht mehr ganz so groß ist wie im April. Da sehen wir eben so ein ähnliches, es geht sehr hoch und geht dann wieder ein bisschen runter, wie wir es auch beim Vertrauen gesehen haben. Ja, das ist kein großer Rückgang, aber was ist einer? Genau. Wahnsinnig interessant, Ricarda. Ich hätte speziell zu der Frage auf der Folie, auf der vorigen, mit dem Einmischen von Forschern oder von Wissenschaftlern in die Politik mal eine Frage. Und zwar, kennst du ähnliche Forschung wie das, was ihr macht, in anderen Ländern? Denn das ist zum Beispiel sehr stark eine Frage, wo ich vom Bauchgefühl her mir vorstellen könnte, dass es eine deutsche nationale Besonderheit gibt. Also dass es sozusagen eine Skepsis gibt gegen aktivistische Wissenschaftler oder so, die es vielleicht anderswo weniger gibt. Kannst du dazu irgendwas sagen? Hast du da eine Einschätzung zu? Oder gibt es überhaupt ähnliche Studien wie euch in anderen Ländern, von denen man so reist? Genau, es gibt sozusagen in verschiedenen europäischen Ländern international unterschiedliche sozusagen Wissenschaftssurveys, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen. Ich bin immer ganz überrascht, wie wenig Unterschiede es gibt dann generell. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so ganz, ganz riesige Unterschiede sehen, wenn es irgendwie Vertrauen oder sowas gibt. Es gibt so ein paar länderspezifische Geschichten. Aber zu deiner Frage konkret, ob es sozusagen zu der Frage von politischem Engagement von Forschenden, weiß ich tatsächlich leider von keinem der anderen Surveys, die ich kenne, dass die in diesem Bereich gefragt hatten. Fürchte ich wahrscheinlich nicht. Generell unterscheiden sich unsere sozusagen Ergebnisse bei den Fragen, die wir vergleichen können, international nicht so sehr. Also sozusagen Deutschland hat ein relativ positives generell Bild von Wissenschaft und Forschung. Das haben aber viele andere europäische Länder, sage ich mal, jetzt auch. Aber zu der Frage kenne ich leider tatsächlich keine Vergleichsergebnisse, sorry. Ich glaube, es wäre spannend, sowas mal vielleicht europäisch oder so, ne, zu vergrößern. Ich glaube, das ist tatsächlich was genau, relevant ist. Genau, es gibt immer wieder im Eurobarometer sozusagen alle paar Jahre sehr unregelmäßig und manchmal auch ein bisschen schwierig vergleichbar Erkenntnisse daraus. Was man da so ein bisschen sieht, ist, dass es natürlich schon so ein bisschen die nordwesteuropäischen Länder gibt, die sich so ein bisschen, wenn es auch um das Verhältnis sozusagen von Wissenschaft, Religion etc. geht, dass sich da so ein bisschen was Südosteuropa manchmal unterscheidet. Und es gibt auch so ein Stück weit Forschung, die so ein bisschen die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes mit den Einstellungen sich gemeinsam anschaut. Und man da dann eher sieht, dass so Länder wie Deutschland, aber eben gerade auch West-Nordeuropa, dass man da schon fast wieder ein bisschen kritischere sozusagen Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung hat, weil man so ein Stück weit diesen Zusammenhang zwischen, die Leute werden gebildeter, es gibt wirtschaftliches Wachstum, die Leute finden Wissenschaft und Forschung besser, dass das irgendwann aufhört und die Leute so ein bisschen mit so einem, ich sag mal, postmaterialistischen Gedanken eher schon wieder kritischer werden, weil sie sozusagen auch die negativen Seiten von neuen Technologien, die Risiken von Forschung etc. sehen. Das ist so ein bisschen, wie wir uns da international, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen positionieren, ein Stück weit. Hier im Chat kommen Wahnsinn. Auch Beispiele. Das ist jetzt irgendwie anekdotisch nur, aber zum Thema Zypern. Ja, stimmt, in Zypern gibt es jetzt auch
Leugner-Demos. Das finde ich auch ganz spannend. Also ich meine, ich war tatsächlich in Berlin, bin aus Berlin abgereist an dem Tag, an dem in Berlin diese Demo stattfand. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, wo sich die Leute verstecken in diesem Barometer, die in diese Richtung fallen. Natürlich eher auch komplett in dem Bereich, wo steht überhaupt kein Vertrauen. Also ich glaube, das ist sozusagen die Frage, die ich vielleicht sozusagen auch noch nicht sozusagen zu 100% für mich beantwortet habe, inwiefern das alles sozusagen explizit Leute sind, die Wissenschaft und Forschung nicht vertrauen. Also diese Frage, was davon eben eine Elitenfeindlichkeit oder eine Skepsis gegenüber Eliten ist und inwiefern das jetzt tatsächlich was mit Wissenschaft und Forschung zu tun hat. Also ich weiß immer nicht, wie ich sozusagen neutral mein Blickwinkel darauf ist. Ja, guter ist, Punkt. Absolut. Nee, guter Punkt. Das können die vielleicht auch selber nicht trennen. Also wie trennt man es dann in einer Umfrage sozusagen? Ne? Das, Claudia, könntest du nur mal auf die allererste inhaltliche Folie gehen, wo das Vertrauen jetzt nicht nur in der Corona, sondern auch aus den Vorjahren abgefragt worden ist? Das fand ich. Weil, also ich sag mal, diese Wissenschaftsfeindlichkeit klingt immer so beleidigt, aber diese Leute, die irgendwie ganz andere Denkmuster haben und das gibt es ja schon ein paar Jahre, also diese über ImpfkritikerInnen diskutieren wir schon viele Jahre. Es gibt auch diese Verknüpfung mit rechten Tendenzen, gibt es schon viele Jahre. Und dann ja so wirklich durchgeknallte und gefährliche Leute. Das kennen wir auch alles schon irgendwie, gibt schon ein paar Jahre, jetzt werden die irgendwie besonders sichtbar, auch durch diese Demonstrationen. Aber das köchelt alles schon. Und deswegen finde ich das ganz spannend, wenn man sich fragt, wie man irgendwie die Situation verbessern kann, finde ich in dieser Darstellung halt den grauen Balken der Unentschiedenen. Ja, irgendwie, also ich glaube, diese ganz Verbrämten, die da ganz rechts in dunkelgrün sind, die wirst du nicht irgendwie auf deine Seite ziehen können oder es kostet unendlich viel Aufwand. Sondern wir müssen uns irgendwie versuchen, irgendwie die Grauen rüber zu den Wissenschaftsverstehern oder Akzeptierenden irgendwie zu ziehen. Und das ist ja dann anscheinend irgendwie passiert in dieser Phase, Ricarda, ne? Also jetzt in der Corona-Phase. Da ist der graue Balken, geht erst zurück und dann geht er schon wieder ein bisschen auf. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr demnächst rausfindet, wenn ihr nochmal ein Update macht. Absolut. Ich glaube, das wird mega spannend. Oder wann macht ihr? Genau, wir planen, dass wir sozusagen zweite Oktoberhälfte, vielleicht Anfang November ins Feld gehen. Aber ich glaube sozusagen, ob es weiterhin sozusagen gelingt, deutlich zu machen, das ist Wissenschaft und das sind politische Entscheidungen, die darauf basierend gemacht werden. Also ich glaube, die Frage, ob dieses ich will es nicht Spannungsverhältnis nennen, aber sozusagen, ob dieses Verhältnis zueinander irgendwie weiterhin medial gut abgebildet wird und ob da weiterhin sozusagen auch von Seiten der Forschenden dann, wie es beispielsweise Drosten macht, dann eben auch abzugrenzen und zu sagen, das ist nicht mehr meine Aufgabe ein Stück weit. Ich glaube, das wird super wichtig werden, wenn man jetzt auch sieht, dass eben dann die Akzeptanz von Maßnahmen nicht mehr so groß ist wie am Anfang. Ich glaube, dann ist diese Frage von, was wird als Politik, als Elite wahrgenommen, was ist sozusagen, was wird der Wissenschaft zugeschrieben, wird super wichtig werden. Und ich bin auch tatsächlich super gespannt, was wir dann im Oktober, November sehen werden. Also angesichts der Diskussion, die wir jetzt gerade führen, frage ich mich nicht nur das mit dem internationalen Vergleich, sondern was ich mich auch frage ist, gibt es im Umfeld dieses Themas, was ihr da beforscht, auch qualitative Forschung? Also werden Interviews gemacht, um Typen von Wissenschaftsfeindlichkeit, Muster von Wissenschaftsfeindlichkeit zu identifizieren und miteinander abzugleichen? Das scheint mir nochmal lohnenswert zu sein, weil das sind ja komplexe, so weltanschauliche Fragen, ne? Also wo Leute irgendwie ja so ein Anti-Eliten- oder Anti-intellektuellen Dings haben und dann aber ganz picky sich ihre eigene Medizin oder ihr eigenes Weltbild doch irgendwie zusammenbauen, wo ein bisschen Wissenschaft doch vorkommen darf oder so. Also das ist, scheint mir, also fände ich nochmal lohnt. Vielleicht gibt es so eine Art Forschung auch schon längst, weiß ich nicht.
Also ich glaube sozusagen, so Survey-Geschichten sind dafür natürlich nicht richtig, weil die Gruppe, ja, sag ich mal, Gott sei Dank noch nicht so groß ist, dass ich sie sozusagen in ausreichender Anzahl in so einem Survey habe, ein Stück weit. Für sozusagen so Verschwörungsgeschichten bin ich echt auch nicht die Expertin, was ich sozusagen aus dem Klimawandel Leugner-Forschungsbereich so ein bisschen kenne, ist es, dass ja schon nochmal unterschieden wird zwischen so einer Frage von, ist es wirklich die Wissenschaft oder sind mir einfach die politischen Maßnahmen, die basierend auf Wissenschaft getroffen werden, nicht recht? Also sozusagen beim Klimawandel glaube ich wirklich nicht an den Klimawandel oder finde ich einfach nur doof, was sozusagen das politisch bedeuten würde und was das für Auswirkungen auf mein Leben hätte und habe ich deswegen sozusagen vielleicht diese Tendenzen? Also ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, den wir, glaube ich, sozusagen irgendwie betrachten können. Ich wäre aber auch ein Stück weit bei Henning zu sagen, so die letzten 3-5% der Hardcore-Verschwörungstheoretiker, wenn mir persönlich dann vielleicht egal, da glaube ich sozusagen gibt es aussichtsreichere Zielgruppen, denen wir uns widmen können, sozusagen, wo man vielleicht noch eine Wirkung haben kann an der Stelle. Das ist so spannend. Ich hätte noch so ungefähr auch so 1 Million Fragen, die ich den Leuten gerne stellen würde. Aber ich glaube... Was denn zum Beispiel? Also, wenn ich so... so sind auch also, immer offen für Fragen. Also, die Frage, ich weiß nicht, wie habt ihr die... Stellt ihr die Frage oder wie beantworten die Leute die Frage, wenn ihr fragt, wie sie Wissenschaft, also was für sie Wissenschaft ist? Ist das eine qualitative Frage, wo ihr am Telefon einfach gefragt wird? Wie wertet ihr da die Antworten aus? Genau, man kann auch in Telefoninterviews so tatsächlich offene Fragen stellen, wo man dann tatsächlich auch mitgeliefert bekommt, einfach was die Leute gesagt haben. Und das ist auch sozusagen dann nicht sehr schön, das sich alles durchzulesen und auszuwerten dann unbedingt, ja. Weil es natürlich sozusagen 1000 Freitagsfelder sind, wo erstmal was reingeschrieben wurde. Und da legen wir dann eben sozusagen verschiedene Codierschemata an. Also es gibt natürlich von Kanter, die Interviews für uns machen, die machen so einen ersten Vorschlag und gruppieren das so ein bisschen. Das ist aber natürlich meistens nicht so, ich sage jetzt mal, konzeptionell oder theoriegeleitet, wie wir uns das gerne wünschen. Und dann überarbeitet man so ein System und überprüft oder korrigiert die Codierung tatsächlich. Aber das ist dann tatsächlich eine händische Arbeit, eben die bei uns 2 Leute 1000-mal machen und dann wird geguckt, wo matcht's, wo matcht es nicht. Dann muss man darüber nochmal sprechen, wo das nicht passt. Aber das ist tatsächlich sozusagen, wie wir solche Fragen mit, was habt ihr im Kopf, wenn ihr an Wissenschaft und Forschung denkt? Was bedeutet es für euch, etwas wissenschaftlich zu untersuchen? Was habt ihr in letzter Zeit über Wissenschaft gehört? Das sind tatsächlich sozusagen so, wie wir die Fragen stellen und auswerten. Aber dazu hätte ich jetzt nochmal direkt eine Nachfrage. Also wenn du sagst, ihr kodiert was, das heißt, diese Fragen, wie du sie jetzt auf den Folien gezeigt hast, das ist nicht wortwörtlich das, was den Interviewten vorgelegt wird? Doch. Doch, okay. Das sind sozusagen geschlossene Fragen und geschlossene Items, wo es sozusagen einen Text gibt und dann gibt es sozusagen eine Skala mit Vertrauen oder mit Zustimmung. Es gibt aber, und das sind eher sozusagen die Sachen, die ich so ein bisschen erzählt habe, dass wir auch tatsächlich offene Fragen stellen, wo die Leute dann einfach was sagen und das wird mitgetippt. Ah, okay, verstehe. Ja, gut. Das ist so ein Vortasten in so ein bisschen qualitativ, aber natürlich bei 1000 TeilnehmerInnen und ja. Das ist natürlich in der Telefoninterviewsituation auch schwierig. Genau. Wir haben auch einmal sozusagen unterschieden, haben geguckt, 500 Leute nach Wissenschaft gefragt und 500 Leute nach Forschung gefragt, was ihnen sozusagen einfällt. Und wenn man sozusagen sich da die Unterschiede anschaut, dann ist es, wenn man nach Forschung fragt, also vielleicht sozusagen für reine Sprache, irgendwie welches Wort sich vielleicht in manchen Kontexten für alle, die das irgendwie auch wieder benutzen, besser anbietet. Bei Forschung sind die Assoziationen noch viel, viel mehr im Bereich von Technologien, das ist Neues, zukunftsgerichtet etc. Und wenn man nach Wissenschaft fragt, hat man noch mehr Nennungen, die so einen Bereich abdecken, wie das ist das, was an Universitäten stattfindet, das ist das, was Professoren machen, alles, was so ein bisschen mehr das System und die Strukturen, in denen wissenschaftliches Arbeiten stattfindet, sozusagen, wenn man das assoziieren will, dann eher Wissenschaft benutzen, Forschung ist eher so ein bisschen der Technologie, Zukunft, Neugierde, die bringen sozusagen uns voran, Aspekte, die Leute damit assoziieren. Das finde ich super spannend, weil ich gerade so darüber nachdenke, ob dann künftig eine Unterscheidung zwischen Wissenschaftskommunikation und Forschungskommunikation existiert, weil wenn ich es in meinem Kopf sage und laut sage, habe ich tatsächlich auch ein anderes Bild sofort im Auge. Forschungskommunikation wäre für mich tatsächlich Kommunikation über das Ergebnis und die Studie. Und wenn ich jetzt an Wissenschaftskommunikation denke, habe ich schon mehr so die Metaebene auch mit dabei. Ne? Also wie funktioniert Wissenschaft? Was ist eine Universität? So. Wie gesagt, mich würde es
Damit kommen wir so ein bisschen zu einem Anfang wieder zurück. Vielleicht besonders interessieren, ob man durch die Art, wie man Fragen konstruiert, unterscheiden kann zwischen den Wissenschaftlern als einer Berufsgruppe, denen man vielleicht, auf die man Neid hat, weil sie angeblich privilegiert sind, die von ihren Geldgebern übermäßig abhängig oder beeinflusst sind oder so, versus das wissenschaftliche Wissen, also das, was in den Büchern und in den Papers drin steht. Also das fände ich, glaube ich, eine sehr lohnenswerte Unterscheidung. Ich bin mir nicht sicher, ob man das rauskitzeln kann und ob man sinnvoll Fragen entwickeln kann, dass man das auseinanderhält, weil meine Vermutung, so mein soziologisches Bauchgefühl wäre, dass es da einen großen Unterschied gibt und dass vieles von dem Negativen oder so, was sich auch näher zu untersuchen lohnen würde und worüber man was rausfinden müsste, sich gegen die Wissenschaftler als eine Personengruppe richtet und nicht so sehr gegen die Wissenschaft und ihre Ergebnisse. Wir haben, ich glaube, es war 2019, vielleicht aber auch 2018, tatsächlich einmal unterschieden nach Vertrauen gefragt in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an öffentlichen Einrichtungen, in Wissenschaft und Forschung und in Wissenschaftler in privaten Unternehmen sozusagen. Und also wir haben das in randomisierter Reihenfolge gefragt, in so einem Blog, wo wir auch noch nach Politiker, Journalisten etc. gefragt haben. Und da haben, glaube ich, sozusagen entgegen deiner These war das Vertrauen in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also in die Personen an öffentlichen Einrichtungen sozusagen größer als das Vertrauen in das, ich nenne jetzt mal eher abstrakte in Wissenschaft und Forschung als System etc. Also abgeschlagen waren natürlich sozusagen die Forschenden in privaten Kontexten, in den Unternehmen. Da ist das Vertrauen sozusagen geringer, aber auch immer noch höher als das Vertrauen beispielsweise in Politiker, Medien, Journalisten. Also ihr habt die Wissenschaftler im öffentlichen Bereich, die im privaten Bereich und die Wissenschaft als die Ergebnisse miteinander verglichen. Genau, also nicht als die Ergebnisse von Wording, ist es tatsächlich die Frage, die wir am Anfang hatten, wie viel vertrauen Sie in Wissenschaft und Forschung? Naja, gut. Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein bisschen auf eine andere Unterscheidung hinaus will. Also, naja, ja, gut. Weil ich meine, also klar ist Wissenschaft und Forschung ja der Überbegriff für sowohl die Leute, die das machen, als auch die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Aber gerade das voneinander zu unterscheiden, wäre vielleicht eine Stoßrichtung, in die man mal gucken könnte. Nur mal so als Idee, ich weiß nicht. Ich denke sozusagen noch drüber nach. Ich glaube, es ist oftmals so ein bisschen schwierig, wenn wir Fragen stellen, die sozusagen unsere Konzepte, mit denen wir darüber nachdenken, sozusagen so implizieren, weil es häufig sozusagen nicht so direkt anschlussfähig ist, weil die Leute, die wir befragen, sich in der Regel nicht so viel Gedanken darüber machen wie wir. Da muss man gucken, ob man irgendwie eine gute Art der Operationalisierung findet dann an der Stelle. Aber also Auch die Tatsache sozusagen, dass es vor allem eben Gesundheitsmedizin-Themen sind, was die Leute im Kopf haben, ist sozusagen für mich persönlich auch nicht so befriedigend, irgendwie so ein Stück weit, aber es ist irgendwie die Realität dann an der Stelle oder ist zumindest das, was wir sozusagen da abbilden können. Müsste man gucken, ob man sozusagen da eine gute Formulierung findet, die das, was du sozusagen irgendwie als Unterscheidung hast, aber die eben für die Leute trotzdem noch beantwortbar sind und wo ich nicht einfach nur eine spontane Reaktion erzeuge, die mir dann auch nichts sagt, irgendwie ein Stück weit. Das ist das graue Handwerk von uns Soziologienasen, ne? Dass wir das sowas unterscheiden müssen und Items entwickeln müssen, mit denen das unterscheidbar wird. Ja, naja, genau. Henning und ich sagen dazu nichts mehr. Ja, was ich mich auch schon gefragt habe, ich meine, ihr gebt das ja auch an erstmal wollte ich sagen, man kann sich das alles auf wissenschaftsbarometer.de angucken. Wir hatten eben auch schon den Chat im Link und genau alles, was du hier an Folien zeigst, ist dort halt auch dargestellt. Und ich merke auch, das kommt ja auch in so einen medialen Diskurs teilweise rein. Oder ich habe das auch zum Beispiel von PolitikerInnen gehört, dass sie sich zum Beispiel immer, wenn neue Zahlen vom Wissenschaftsbarometer rauskommen, auch gerne mal bei einer Bundestagsrede oder so, was weiß ich, die Forschungsministerin oder wenn es der Opposition besser passt, die Opposition da mal eine Zahl rauspickt und sagt so, jetzt hier zeigen die aktuellen Zahlen das, Punkt, Punkt, Punkt und so. Mhm. Wie nimmst du das wahr, dass ihr sozusagen so eine schöne Widerhall findet und werfen die euch jetzt alle mit Geld, dass ihr das alles viel öfter macht und was ist da so die Wirkung von diesem ganzen Wissenschaftsbarometer? Sozusagen mit Geld bewerfen sie uns nicht. Ich bin total happy sozusagen, dass wir 3 Jahre weitermachen dürfen. Also sozusagen, das war aber auch gar nicht so easy, aber ich bin sehr froh, dass wir sozusagen
Unterstützer haben für die nächsten 3 Wellen und dass wir eben weiter monitoren können, was den Widerhall sozusagen im politischen Bereich, würde ich ganz spontan sagen, manchmal finde ich es überzeugender eingesetzt, manchmal finde ich die Interpretationen, die dann gezogen werden, auch irgendwie absurd und würde ich sagen, das wäre nicht die Art und Weise, was ich für eine Schlussfolgerung daraus ziehen würde. Ich glaube, was sozusagen von unserer Seite wichtig ist, dass sozusagen dieses gar nicht so sehr auf die absoluten Werte immer nur abzielen, sondern tatsächlich sozusagen zu gucken, wir schauen uns Verläufe an, wir schauen uns Vergleiche an zwischen verschiedenen Gruppen. Also, weil ich persönlich auch sagen würde, ob das Vertrauen jetzt letztendlich bei 55% oder 45% liegt, irgendwie so ein Stück weit, so what, irgendwie so ein bisschen spannend ist es ja, wenn es hoch und runter geht oder wenn ich zwischen Gruppen Unterschiede sehe, das ist ja was, woraus ich dann was ableiten kann. Ich weiß auch nicht, ob es eine Zielformulierung gäbe, wie hoch das Vertrauen sein müsste, damit alle happy wären oder so weit. Genau, aber es ist natürlich schon irgendwie auch ein Kommunikationstool, weil wir natürlich gucken, dass es, glaube ich, zumindest ein Stück weit eine Orientierung liefert. Also so, es gab ja auch total viele Diskussionen um sozusagen jetzt so eine Wissenschaftsskepsis, irgendwie das Vertrauen in Forschung sinkt. Also da gab es in den letzten Jahren super viele Diskussionen darüber. Und das können wir tatsächlich einfach in den Daten so nicht sehen. Das können auch die anderen europäischen Surveys so nicht sehen. Also dieses, dass da auch sozusagen was gemacht wurde als Thema, dass sich so zumindest auf die Art und Weise, wie wir das monitoren, gar nicht so abbilden lässt. Das ist natürlich schon auch was, wo wir sozusagen sagen, dafür kommunizieren wir die Ergebnisse, dafür erheben wir das auch und da versuchen wir auch so eine Art faktenbasierten Diskussionsbeitrag irgendwie so ein bisschen zu leisten. Und das andere ist natürlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die wissenschaftliche Nutzung der Ergebnisse, dass wir sozusagen dadurch, dass wir, wie wir den Fragebogen inzwischen erheben, dass wir einen Beirat haben, wo verschiedene Forschende, Wissenschaftlerinnen drin sitzen, die uns da beraten, dass wir die Datensätze auch zugänglich machen, dass wir natürlich auch sozusagen da ein größeres Interesse von Forscherinnen und Forschern haben, die eben mit unseren Daten dann auch zu Erkenntnissen kommen. Und das finde ich immer super spannend, weil es auch bedeutet, dass das, was wir erheben, auch an anderen Stellen irgendwie einen Mehrwert bringt, weil da steckt so viel Info drin, das können wir selber gar nicht alles sozusagen rausholen. Und das ist für uns auch super schön, dass es neben sozusagen dem medialen, politischen Echo eben auch irgendwie einen Beitrag zu neuen Erkenntnissen über unser Feld, in dem auch wir unterwegs sind, sozusagen leistet. Gute Haltung dazu, cool. Du hast gesagt, dass die Finanzierung jetzt für die nächsten 3 Jahre feststeht. Das heißt, ich verstehe dich so, dass das nicht aus eurem von WED, aus der Grundfinanzierung von WED heraus gestemmt werden kann. Am Anfang gab es auch eine finanzielle Unterstützung in den ersten Jahren, so ab 2014, von einer Zigarettenmarkenfirma Stiftung. Wie hieß sie, Philipp? Philip Morris Stiftung. Da gab es da ein bisschen inhaltliche Kritik. Dann habt ihr irgendwann aufgehört, mit denen zusammenzuarbeiten. Kannst du sagen, wer jetzt die Finanzierung hat? Aktuell sozusagen das Corona-Spezial, aber ab jetzt auch sozusagen für die nächsten 3 Jahre ist das unterstützt von der Robert-Bosch-Stiftung und von der Fraunhofer-Gesellschaft. Und es ist tatsächlich so, dass es zu größten Teilen eben drittmittelfinanziert ist. Es fließt auch ein gewisser Anteil sozusagen von WID-Eigenmitteln, nenne ich es jetzt mal sozusagen. Wir sind eine GmbH, wir haben Gesellschafter sozusagen, die einen gewissen Grundbeitrag zahlen und da geht ein bisschen was rein, aber der größte Anteil sozusagen der Mittel, die in das Projekt gehen, ist von der Stiftung und sozusagen der Fraunhofer-Gesellschaft. Hat dir schon jemand vorgeworfen, dass du diese Zahlen also von Frau Merkel diktiert bekommen hast? Oder, Ja, wurde mir schon vorgeworfen. Ah, okay. Nein, nicht im Ernst jetzt. Also meine Lieblingsverschwörungstheorie sozusagen diesbezüglich war, als wir in einem Jahr einfach irgendwie 2-3 Wochen später dran waren, weil so eine Mischung aus, ich war im Urlaub und meine Beiratsmitglieder haben einfach keinen Treffentermin gefunden. Und dann war sozusagen, gab es so ein Posting, dass wir die Zahlen zurückhalten, weil bald Bundestagswahl ist. Das war sozusagen der Vorwurf an der Stelle. Und ich habe dann gedacht, wenn man mich einmal gefragt hätte, hätte ich sagen können, es tut mir leid, ich war im Urlaub. Ich glaube nicht, dass wir wahlentscheidend gewesen wären, aber ja. Das ist eine geradezu romantische Vorstellung der Wirkung von Soziologie, finde ich. Ich bin ganz gerührt irgendwie. Hey, ihr habt total, da haben sich 2% verändert. Ihr haltet es zurück, weil das die Verhältnisse total umstürzen würde, wenn das rauskäme. Wenn das die Leute lesen. Ja, ihr seid sehr wichtig. Ja. Krass. Das war auch meine Quintessenz. Ja, genau. Ich würde gerne noch eine Twitch-related Frage stellen. Naja, nur so halb. Fragt ihr eigentlich auch danach, wo die Leute in Wissenschaft wahrnehmen? Also über welche Kanäle und Medien? Macht ihr auch? Ja.
wir haben auch so ein paar Fragen, nicht jedes Jahr, aber so alle 2 Jahre sozusagen fragen wir auch in der Regel nach so Informationsverhalten Fragen. Also generell vielleicht, wir haben so einen Blog, wo es viel um sozusagen Interesse, was verstehe ich unter Wissenschaft, woran habe ich Interesse? Dann haben wir sozusagen so einen Blog, wo es um Informationsverhalten geht ab und zu. Den können wir uns nicht jedes Jahr leisten, weil der unfassbar viel Zeit kostet. Und dann ist sozusagen ein relativ großer Blog zum Schluss, wo es um sogenannte evaluative Einstellung geht, also wo es sozusagen um Bewertungen, wie finde ich was sozusagen, finde ich Wissenschaft ist nützlich sozusagen. Und in dem Infoblog, den hatten wir zuletzt, glaube ich, 2018 drin, da sehen wir noch, wenn man sozusagen das Fernsehen noch mit sozusagen der häufigste Weg ist, wie Leute sozusagen mit Wissenschaft und Forschung auch in Berührung kommen, dass wir aber auch schon in unseren Daten so ein bisschen sehen, dass natürlich Online-Angebote wichtiger werden und auch inzwischen, glaube ich, so ein bisschen diese Printgeschichten von Platz 2 verdrängt haben, so ein Stück weit. Und wenn man dann online nochmal so ein bisschen aufschlüsselt, diejenigen, die tatsächlich sich online informieren, spielen natürlich sozusagen auch zum Beispiel Wikipedia eine große Rolle, spielen aber auch die Websites und die Mediatheken der Medien sozusagen eine Rolle, und dann eben sozusagen in einer gewissen Abstufung irgendwie die sozialen Medien, andere Kanäle online dann. Okay, wahrscheinlich. Wenn ihr es ausblendet, also ich würde sagen, so gefühlt nach 2018 zu jetzt, YouTube und Podcasts dürften einen Anteil haben. YouTube ist tatsächlich relativ hoch und da sieht man auch sozusagen eine ganz krasse Altersverteilung. Also das ist natürlich sozusagen die Forschung, Wissenschaft und Forschung auf YouTube irgendwie. Aber das ist, glaube ich, generell das YouTube-Nutzungsverhalten, dass das einfach jüngere Leute sich anschauen. Irgendwie ja. So. Ja, also Miki Hiko schlägt natürlich vor, also Forschungsstrom als zukünftige Antwortoption, das ist ja klar. Twitch allein reicht nicht, um Wissenschaft zu verstehen. Nee. Also ganz spezifisch innerhalb von Twitch dann solche Sachen wie Forschungsstrom, vielleicht noch Soziopod oder Minkorrekt oder genau. So tolerieren wir auch, aber das muss schon... Ich nehme auch das als Vorschlag mal mit. Sehr gut. Ja, aber ich glaube, dass ich glaube, da hat sich viel getan jetzt durch die Kommunikation, die jetzt auch mit Corona in die Öffentlichkeit viel mehr gekommen ist. Die Leute direkt mehr Kontakt mit Wissenschaft hatten, dass ich also jetzt nicht nur vielleicht in den Ergebnissen, die wir gesehen haben, sondern auch bei dem Verhalten, wo konsumiere ich das? Also ich hätte ja vorher nicht gedacht, dass meine Eltern wissen, was ein Podcast ist. Jetzt? So, ne? Finde ich spannend. Seit Corona oder seit wann wissen die das? Also zumindest wissen sie, was das ist und wie es funktioniert. Und das war vorher, glaube ich, nicht auf ihrem Schirm. Und das finde ich halt toll. Dass quasi über Wissenschaftskommunikation ein bestimmtes Medium in eine Generation in die Aufmerksamkeit gekommen ist, die vorher gar nicht da war. Das hat die Wissenschaftskommunikation gemacht. Also die Beobachtung lenkt auch nochmal das Augenmerk auf was anderes. Ich meine, wir hatten gerade uns zeitliche Unterschiede von einem Jahr aufs andere angeguckt, was im Zusammenhang von Corona natürlich super spannend ist. Aber jetzt die Frage, die Sache, was Claudia da gerade macht, ist ja zu sagen, hey, das ist eine Generation, die ist bisher ohne das Wissen ausgekommen. Es gibt Podcasts und Podcasts sind eine mögliche Informationsquelle, oder? Also das ist natürlich wahnsinnig hart zu beantworten, das ist mir klar. Aber wenn man sich mal überlegt, wie das Bild von Wissenschaft und Vertrauen in Wissenschaft in den 50er Jahren in Deutschland gewesen sein mag, oder? Das hat sich bestimmt drastisch geändert oder so. Also, aber es ist hart zu beurteilen und zu gucken. Da müsste man in Quellen aus der Zeit mal reingucken und auf einer qualitativen Ebene das analysieren, was für Meinungen und Einschätzungen es da so gab und so. Du hast ein Audioproblem. Der Ton klingt bei dir gerade sehr seltsam. Warte, wach nochmal. Hört ihr mich jetzt wohl besser? Nee, das klingt nach einer sehr schlechten Internetverbindung gerade. Oder meine Vermutung ist, es ist auf der Ebene von, steck nochmal dein Headset raus und wieder rein oder so, oder schalte deinen Ton aus und wieder ein vielleicht mal. Ich glaube nicht, dass es die Internetverbindung ist, weil das Bild ist total flüssig. Da hast du recht. Ja. Habe ich es wieder rein. Sag nochmal bitte was. Sag nochmal irgendwas. Nee, bist du ganz weg, sorry. Jetzt ist der Ton ganz weg. Oh je. Jetzt muss der Rechner erst wieder das Headset erkennen. Hört ihr mich jetzt wieder besser? Ja! Ja. Yippie, ein Glück. Ja.
Wir sind wieder im Spiel. Gut. Puh. Ich hatte gerade schon gedacht, so das erste Mal, weil was sind wir bei Folge 9 oder so, ja, jetzt hier so richtig schlimme Technikprobleme im Forschungsstrom. Und dann noch bei unserer Expertin, aber Glück. Ach so. Oh, schickes neues Headset. Sehr gut. Hm. Versuchen wir es mal so. Merke, man muss immer ein Backup dabei haben. Ja, ich versuche jetzt mal bei den Kopfhörern zu improvisieren. Geht das? Ja, super. Das war super. Hervorragend. Ja. Du hörst uns auch? Das hatte ich. Ja, hörst du uns? Wir können ja mal reden und wenn du uns hörst, dann... Wir hören dich super, wir hören dich gut. Das ist gut, also das beim einen... Sie kann dann nur reden, aber nicht hören. Das ist irgendwie auch verkehrt rum. Wir haben dich gehört, Ricarda. Hörst du uns denn? Hört ihr mich jetzt wieder besser? Ja, ja. Hört mich wieder besser. Mhm. Hörst du besser. Uns? Ich kann euch aber leider gar nicht mehr hören. Das wäre blöd. Ja, Leute, dann ist der Strom vorbei. Kannst du auch nochmal auflegen, also... Wie sagen wir das jetzt? Ich kann leider nicht in den Discord-Chat schreiben, weil sonst ist hier... Genau. Ich habe leider keine Ahnung, was passiert ist. Genau. Schreibt doch mal, wir können nicht hören, aber einmal auflegen und wieder in den Call kommen. Müsste gehen. Gute Idee, ja. Noch bessere Idee, Miki Hiko einfach in den Chat schreiben. Das wäre zu klug gewesen. So weit haben wir nicht gedacht. Wie viele Headsets? Oh, da sagt jemand, Meme des Jahres, hört ihr mich? Ja, das ist schön beobachtet. Absolut. DKMC, ja. Ja. Wohl wahr. Du hörst uns immer noch nicht, ne? Nee. We can sing. Ich darf nicht singen, sonst müssen wir hier irgendwie GEMA bezahlen oder so. Ricarda, schau in den Chat. Schau in den Chat. Hennings. Ja, ich habe jetzt habe ich es gerade in den Discord-Chat geschrieben. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht, ob sie das hört. Ja, ja. Wie kann man das auflegen symbolisieren? So. Auflegen? Oh! Ja. Oh wow, Leute, das ist schon episch, wenn das jetzt geklappt hat. Ricarda hat uns dazu getriggert, einen neuen Signature-Move zu erfinden. Habt ihr es gemerkt? Wir haben gerade so synchron. Hörst du uns jetzt wieder? Jetzt? Ich höre euch wieder, hört ihr mich? Wir hören dich auch, super. Yay. Wir können dich hören, yeah. Sorry, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Völlig egal, es war unser erste technische Problem, das ist super, jetzt haben wir das auch mal. Und ich fand, komm, haben wir das nicht gut gemacht, oder? Ja. Genau. Können wir froh sein, dass wir alle über 25 sind? Die jungen Leute würden das alle nicht mehr verstehen. Aaron sagt es genau richtig. Erstaunlich, dass diese Geste heute noch funktioniert. Genau. Was wir eigentlich hätten machen müssen, ist... Weißt du? Ich drücke ja auch nicht mehr, ich muss so wischen, wenn ich auflegen möchte. So. Ich wollte gerade fragen, warum ich hätte tindern sollen, damit das geholfen hat. Toll. Ja, okay, gut. Mein Handy tindert mit mir. Okay. Die Swipe-Left-Bewegung oder so. Aber mir fällt dazu noch der alte Otto Walkes-Witz ein. Hallo? Ich bin Idiot. Hallo? Naja, muss man heute nicht mehr lustig finden. Das war Otto, aber okay. Eine Frage aus dem Chat: Hast du eine Kiste mit Headsets unter deinem Stuhl? Ja. Das war super. Ich bin gerne vorbereitet, nicht Spaß. Ich habe tatsächlich sozusagen das mir hier ausgeborgt und bin aber normalerweise jemand, der über sozusagen ganz normale Headphones und bin aber großer Freund von Noise Cancelling und fliegt hier alles rum sozusagen. Super. Perfekt. Herrlich. Aber ich habe inhaltlich völlig den Faden verloren. Ja, ich hatte auch keinen Eindruck. Wir haben einen super Überblick gekriegt. Ja. Ich weiß nicht, ich würde noch mal in die Runde im Chat fragen, ob es da noch irgendwie eine konkrete Frage oder sowas gibt.
nachdem wir hier die gute Technik-Show abgeliefert haben, zu dem Wissenschaftsbarometer. Ansonsten fand ich das echt sehr spannend. Ich glaube, ich muss mich da nochmal komplett durchscrollen, weil ich hatte vorher auch nochmal reingucken. Wir hatten es auch schon mal hier kurz angesprochen und ein bisschen was gezeigt, aber so diese ganzen Details ist schon spannend. Es ist ja, super anregend. Es ist eine so wunderbar komplizierte Frage, nicht? Wie man rausfindet, was Leute zu Wissenschaft im Kopf haben. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und du kannst ja auch, man kann sich wirklich in die Details der Vorjahresdinger auch reinfuchsen. Also ich habe zum Beispiel 2018 gesehen, habt ihr ein 427 Seiten PDF online gestellt. Vollständigen Umfrageergebnisse angeht. Also es ist genug Möglichkeit zum Abnörden innerhalb dieser Auswertung. Genau, es gibt so einen fetten Tabellenband, wo das sozusagen nach Soziodemografie aufgelistet ist. Und für alle, die noch tiefer einsteigen wollen, sozusagen stellen wir auch alle Datensätze im Datenarchiv von GESIS sozusagen, also die wirklichen Datensätze mit den einzelnen Files zum Download zur Verfügung. Da kann man auch sozusagen sich das runterladen, damit selber arbeiten irgendwie. Ja, spannend. Wir freuen uns, wenn Leute auf uns zukommen, irgendwie Interesse daran haben, damit was zu machen. Happy to share. Cool. Toll. Ja. Also eine konkrete Frage gibt es noch von Horsti. Welche theoretischen Hintergründe habt ihr? Theoretische Hintergründe für die Statistik oder für die Person, die daran forscht? Da müssen wir noch konkretisieren. Ja. Was meint er denn theoretisch Hintergründe? Ich kann mir vorstellen, so die Frage, welche Methoden man da noch hinten dran hat, wobei wir die ja eigentlich Theorien für die Bildung der Fragen. So Hypothesen, die man dann prüfen kann, oder ist es. Naja. Genau, sozusagen, ich glaube, es gibt sozusagen, ich versuche die Frage zu beantworten, so ein Stück weit. Es gibt natürlich in der Forschung sozusagen zu Wissenschaftskommunikation, vor allem auch zu Public Attitudes irgendwie, super viele Konzepte. Also es gibt so ein bisschen das Konzept, dass man einmal sagt, man stellt Promises and Reservations gegenüber, also die Idee von, ich beschäftige mich auf der einen Seite mit eben Fragen von, was erhoffen sich die Leute, wie schätzen sie den Nutzen ein und schaut sich auf der anderen Seite mit Items dann eben die Fragen an von, welche Risiken, was ist sozusagen das Skeptische daran eher. Und das Spannende davon ist auch immer, finde ich, bei dem Ansatz, dass man sagt, das schließt sich nicht aus sozusagen. Also ich kann irgendwie Forschung irgendwie mit einem hohen Nutzen verbinden, ich kann da hohe Erwartungen dran stellen und ich sehe aber trotzdem die Risiken. Also das ist sozusagen so ein Modell, das relativ viel genutzt ist im Bereich, wenn es gerade um sozusagen evaluative Einstellungen gegenüber geht. Dann gibt es natürlich aus den Kommunikationswissenschaften sehr viele Arten und Weisen, wie man erfasst, wo sich Leute informieren, welchen Wegen sie kommunizieren. Also es gibt jetzt sozusagen nicht die einzelne Theorie oder sozusagen die einzelne Hypothese, die sozusagen unseren Fragebogen leitet. Wir sind ja, wie ich am Anfang meinte, auch jetzt nicht ein Forschungsprojekt sozusagen, sondern sind ja da auch so ein bisschen hängen so zwischen Kommunikation der Ergebnisse, aber eben doch auch sozusagen einer gewissen wissenschaftlichen Nutzung, auch ein bisschen sozusagen mit einem Beirat, der uns da berät, den Fragebogen zu machen. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir ein Forschungsprojekt hätten, das sozusagen eine konkrete Hypothese oder ein Modell versucht zu bestätigen, sondern es geht auch mehr um so ein Monitoring der Einstellung, um eben auch sozusagen Vergleiche, Veränderungen über die Zeit betrachten zu können. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Klingt so. Horsti sagt, ah, danke. Okay. Ja, gab auch gerade schon vielen Dank. Sehr spannende Runde. Sehr interessant, ich glaube. Danke für das Kompliment, die KNC. Freut uns, dass wir euch unterhalten haben. Ja. Und informiert und gebildet haben. Ja, also Ricarda, was wir jetzt eigentlich immer noch machen, so gegen Ende, ist, wir planen den nächsten Stream. Wir packen unsere Smartphones aus und suchen den nächsten Termin. Da bist du jetzt natürlich nicht dabei, aber vielleicht hast du ja, sagst du, nee, da kann ich nicht, ich möchte aber zugucken. Ich würde gerade sagen, ich kann ja auch sagen, wann ich Zeit hätte zu hören und wann nicht. Ja, genau. Kannst auch dann live, wo du jetzt eh einen Twitch-Account hast, kannst du auch dann auf jeden Fall nicht nur gucken, sondern mitchatten. Ja, also du kannst auch eine Meinung dazu haben, wen wir unbedingt mal als Gast einladen sollten, mal den die Staffel weiterreichen sozusagen. Der Chat vielleicht auch mehr Vorschläge hat. Wir waren doch immer am ersten Donnerstag im Oktober, im Monat, oder nicht? Genau, das wäre der erste. Ja. Ne?
Aber Donnerstag, der 1. Oktober, ja, genau. Ja, das wäre vor dem Forum Wissenschaftskommunikation. Ui, ja, da können wir noch mal kurz was zu sagen vielleicht, oder? So ein bisschen Housekeeping, Werbung und eigener Sache mäßig. Claudia, das möchtest du vielleicht noch mal? Ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass wir da eine Projektvorstellung machen. Ich kann auch noch mal den Link, wo habe ich das? Genau, also das Forum Wissenschaftskommunikation findet online statt, vom Montag, den 5. Oktober bis Mittwoch, den 7. Oktober. Und wird von KollegInnen von Ricarda, auch bei WID, da im Büro, wo du jetzt gerade sitzt, organisiert. Und das findet dann aber irgendwie über Zoom statt. Und genau, Claudia stellt so einen Forschungsstrom vor. Genau, ich habe da mal das Video verlinkt, wo ich kurz vorstelle, was wir da bei der Projektvorstellung reden wollen. Genau, und deswegen ist jetzt die Frage, wollen wir vor oder nach dem Forum strömen? Wir könnten natürlich, wenn wir danach strömen, dann könnten wir noch irgendwie ein bisschen berichten dazu, das stimmt natürlich. Was meint ihr? Das wäre der 8. Ja, es ist, glaube ich, könnte ganz lustig sein. Noch schicker, ja. Ne? Ja, genau. Dann machen wir doch den 8. Dann machen wir den 8. Okay. Jetzt sagt irgendjemand, nee, Ricarda sagt, nee, da kann ich nicht. Doch, ich kann da und ich, vielleicht ist es ja auch ganz klar, weil dann können nämlich die Leute, die euch beim Forum kennenlernen, gleich zuhören direkt danach. Stimmt, du hast hier. Ich stelle mir das so vor, wie das Familientreffen dieser verrückten Wissenschaftskommunikations-Community, oder? Ist doch so. So ist das, ja. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Party online nicht ganz so gut wird wie analog. Ja. Vor allem die Alkohollieferungen, die sind dann auch nicht so. Ja. Wobei, ich habe den Martini immer griffbereit. Und das die crazy Sache ist, ich bin auch noch mal im zweiten Projekt da. Also in einem anderen Block glücklicherweise. Also wir sind schön gleichmäßig über das Event verteilt. Halte ich in einem anderen Block zusammen mit Peter Tinnemann von der Charité beziehungsweise Akademie für öffentliches Gesundheitswesen eine Vorstellung von unseren Booksprints. Für wen es interessiert, könnt ihr mal im Programm nachgucken. Wahnsinn. Darf ich auch noch ein bisschen Werbung machen? Ich werde noch mit Survey-Kollegen aus Italien und Schweden, die auch sozusagen zu Corona Special Editions gemacht haben, werden wir auch zu den Ergebnissen berichten, falls jemand noch ein bisschen den internationalen Blick wagen will. Cool, wow. Sehr gut. Sind das denn offene Sessions oder sind das so zugangsbeschränkte interaktive Sessions? Weil ich musste mich jetzt anmelden und dann musste ich mich nicht wie sonst üblich für eine interaktive Session pro Tag entscheiden, sondern konnte jetzt für den ganzen 3 Tagen nur eine interaktive Session nehmen und das war sehr schwer, mich zu entscheiden. Ich glaube, wir sind nicht interaktiv. Okay. Ich glaube ich auch nicht. Ja. Okay. Ja, genau. Wenn ihr alle Werbung macht, bin auch bei einer Session zu Podcasts, Audio-Podcasts mit dabei und mache noch ein World-Café für die Scientists for Future-Kommunikation und das wird interaktiv und da bin ich sehr gespannt, wie das mit dem Breakout-Raum in dem Zoom-Meeting dann klappt. Drückt mir die Daumen. Okay. Das cool. Machen wir. Yeah. Ja. Ich bin gespannt. Ich war da ja noch nie, also weder virtuell noch real. Für mich ist das erste Forum Wissenschaftskommunikation. Es ist für alle Leute das erste virtuelle Forum Wissenschaftskommunikation. Insofern, so ein Forum wie jetzt hat noch nie jemand besucht, glaube ich, oder Ricarda? Aber ich glaube auch und ich glaube, in der Regel sind die aber eigentlich auch alle ganz nett. Echt? Ihr beißt nicht? Wir Ihr beißen seid so eine nicht, nette nee. Community? Okay, gut. Ich glaube auch Leute, die gerne sozusagen beruflich kommunizieren, da ist das gar nicht so schwierig. Okay. Gut, dann haben wir einen neuen Termin. Wir haben einen neuen Signature-Move. Wir haben unsere Gästin ausgequetscht und sind alle viel schlauer geworden. Das ist doch großartig. Absolut. Ich würde auch sagen, ich fand das super, super spannend, wirklich. Also das hat mir sehr viel Freude bereitet. Haben wir denn schon wen zum Raiden? Raiden oder wie man bildlich sagt? Nein. Da also, weiterreichen oder stimmt, umschalten, ne? Wenn der Fernbedienung. Ach so, ja. Ja, dann sind wir wieder beim Tindern. Irgendwie. Oder doch. Ja, genau. Also, ich habe gerade mal geguckt, was in Wissenschaft und Technik so los ist und ich habe hier tatsächlich einen, der macht Ahnenforschung so semi-klassisch und ich sehe da alte Briefe im Stream.
Spannend. Ich weiß nicht, ob der Mensch darauf vorbereitet wäre, wenn wir da jetzt reinkommen. Aber ehrlich gesagt, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ich weiß ja nicht, wer der ist. Lustig. Und da unten drunter steht Grinden mal anders. Was ist Grinden? Grinden? Das werdet ihr erfahren gleich. Okay. Im nächsten okay. Strom. Gut. Also ich würde sagen, wir gehen mal zu Werbwolf. Ah, Mr. Brosser ist ja auch aufgefallen. Ja, sehr gut. So, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugeschaut habt, mitgechattet habt. Ricarda, danke, dass du dabei warst. Genau. Super, danke, vielen Dank. Ey, vielen Dank. Es war uns eine große... Was hatten wir hier noch nie? Das war spannend. Ja. Cool. Eine große Freude und wir wünschen euch allen einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Forschungsstrom am 8. Oktober um 21 Uhr hier. Tschüss. Entschuldigung. Genau.